Jetzt sind wir schon höher, aber noch nicht sichtbar. Okay. Wir können jetzt noch, am äh, besten nennen wir keine Namen mehr und unterhalten uns nur noch äh, jugendfrei. Jugendfrei, genau. Okay. Machen wir darüber. Ne? <laughs> Auf jeden Fall. Aber es gibt quasi 30 Sekunden mhm. zwischen dem, was wir sagen und äh, dem, wenn es zu Hause ankommt. Mhm. So Und das können wir dadurch überbrücken. Ja, ja. Wenn man bei Jessica Tati reinguckt, sieht man minutenlang nichts. Das hatte andere Gründe, aber ich will es an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, Einfach, dass es die Leute auch hören, wenn sie uns schon nicht sehen. Klar. Du hast gesagt, seit 26 Jahren bist du dabei und quasi mhm. Gründungsmitglied. Ich bin Gründungsmitglied, mhm. ja. Ja, also wie gesagt, das war. Herzlich willkommen, liebe Zuschauenden, zu Hause oder wo auch immer. Ich darf heute Trottwa hier begrüßen. Der Abend ist quasi den Menschen ähm, gewidmet, die man sonst gerne übersieht, trotz ihrer roten Jäckchen. Und dementsprechend ähm, gibt es heute vielleicht ganz viel Hintergrundinformation, auf das ihr euch vielleicht dann künftig traut, eine Zeitung zu erwerben, die echt sehr lesenswert ist. Ich habe schon reingeguckt, kann es empfehlen. Ähm, ist quasi die Märzausgabe. Jetzt erhältlich überall bei allen, die rote Jacken anhaben. Und vor allem möchte ich dich herzlich begrüßen. Wir haben uns auf du geeinigt, lieber Helmut. Ja, Deswegen genau. habe ich auch gleich deinen Nachnamen vergessen. Aber ich glaube, wir kommen Schmidt so... Schmidt, wie der ehemalige Bundeskanzler. Also gut. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, <laughs> herzlich willkommen. Möchtest du kurz was zu dir sagen? Ja, also wie gesagt, ich bin von Haus aus äh, Journalist. Äh, habe lange Zeit bei der Süddeutschen gearbeitet, bei der Innsbrucker Zeitung und auch bei den Stuttgarter Nachrichten. Und habe das vor 26 Jahren gegründet, dieses war. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann halt auch anfangs ehrenamtlich und dann halt irgendwann beruflich voll eingestiegen auf Wunsch unserer ehrenamtlichen Vorstände und habe dann zwar nur 20% von dem verdient, was ich vorher verdient habe, aber ich sagte mir, Geld ist nicht alles, sagte der alte Jude, man braucht auch Immobilien und Edelmetalle. Ne? Und von dem her bereue ich es nicht, weil wenn man die Leute wirklich ernst nimmt mit ihren Anliegen, die aus der Obdachlosigkeit, keiner ist da freiwillig drin. Dann kriegt man sehr viel zurück von den Menschen und es ist einfach auch schön, sozusagen Menschen einfach unterstützen zu können, die halt einfach ja, Schicksalsschläge hinnehmen mussten, die es halt nicht so, so gut hatten wie andere. Ich, ich habe das große Glück gehabt, dass ich halt äh, nie arbeitslos war und halt immer irgendwie einen Job gefunden habe und meine Familie ernähren konnte. Aber vielen geht es halt anders. Ich glaube, das ist in heutiger Zeit auch gut nachvollziehbar. Mhm. Selbst äh, große Firmen äh, machen zum Teil dicht und was weiß ich. Und jetzt ist es ja wieder in aller Munde. Ich meine, während dieser Corona-Krise äh, äh, bangen viele, denke ich, um ihre Arbeitsplätze. Weil klar, äh, natürlich insbesondere, wo es mir auch wirklich sehr weh tut, äh, ist äh, vor allem auch in der, in der Kulturszene. Weil die Kulturszene hat ja seit mehr Jahren im Grunde mal überhaupt keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und was sie da kriegen, äh, ist im Grunde nochmal nichts, wovon man leben kann, wovon man existieren kann. Ich meine, Kulturschaffende waren schon immer Working Poor, sage ich mal. Insofern auch gehören sie auch schon fast zur, zur Klientel von dort war sozusagen. Aber äh, ja, also wie gesagt, es ist Hanebüchen finde ich, wenn man dann halt gleichzeitig sieht, äh, welche Wirtschaftssubventionen der Staat äh, derzeit tätigt. Ne? Also mein, mir, mir dreht den Magen um wenn ich dann mitkriege, wie viele Milliarden eine Lufthansa kriegt, die dann erstmal ankündigt, wir schmeißen ein Drittel der Leute raus und jetzt dann sogar sagt, nachdem sie die Milliarden kassiert haben, äh, ja, das genügt nicht, wir müssen noch viel mehr Leute rausschmeißen. Also mein, da fragt man sich dann schon, äh, was, dann, was dann daran gut sein soll. Ne? Also das ist für mich nichts anderes als eine Wirtschaftssubvention. Und der Staat völlig auf Mitbestimmung verzichtet und ja, sagt, genau. okay, ich gebe dir das Geld, aber... Ich glaube, die schwäbische Hausfrau würde mit ihrem Geld anders umgehen, so ist es ja wenn, genau. man, wenn man die mal zitieren will. Die müsste man nur mal fragen. Eben. Auf jeden Fall. Wäre, ich meine... wäre, könnte man manchen Politikern anraten. Ja, wobei <laughs> dann, dann will die vielleicht auch noch Beraterhonorare und dann äh, sind wir noch äh, höher in der Staatsverschuldung. Ja, da haben die ja keine Probleme. Ne? Auf jeden Fall. 26 Jahre, parteiisch äh, für die Menschen, die selber wenig Stimme haben. Klar, war will Lobby sein für sozial benachteiligte Menschen weil die ja keine Lobby haben von Haus aus und deshalb ist es dringend notwendig, dass sowas kommt. Die Idee ist ja nicht jetzt von Drottwa, sondern die Idee Straßenzeitung entstand in den USA, wo es natürlich noch viel weniger soziale Absicherung gibt wie hier. Und da sind die Armen also noch viel armer als hier, das muss man ganz klar sagen, weil da gibt es ja im Grunde genommen außer kirchlichen Unterstützern und privaten Unterstützern niemanden. Also da gibt es keine. Hartz IV oder Sozialhilfe oder so wie bei uns, was natürlich grausam ist, muss ich sagen. Und Audi steht, die, die, und es kam dann natürlich über England nach Europa, die Idee Straßenzeitung. Und äh, das war also so in, in den USA wurden die 89 die ersten gegründet und bereits äh, oder 90 oder so war es mhm. dann schon in England, also the big issue in London. Und äh, dann in Deutschland entstanden die Ersten, also wie gesagt, die Ersten waren, da streiten sich die Münchner und die Hamburger, äh, wer die Erste war, jeder will der Erste gewesen sein, aber sie waren wohl ziemlich zeitgleich so um, also im Jahr 92 auf jeden Fall mhm. gegründet. Trott war es auch eine der ältesten äh, Straßenzeitungen, 94 gegründet. Und wie gesagt, auch so ein bisschen an das Konzept von, von äh, Ding angelehnt, von Hinz und Kunst in Hamburg, weil es einfach ein sehr professionelles Prinzip ist. Allerdings, und darauf bin ich besonders stolz, ist Trottwar völlig unabhängig. Also wir haben keinen Träger oder sowas, gehören auch nicht zum Paritätischen Wohlfahrtsverband oder so. Das haben wir einfach aus Unabhängigkeitsgründen gemacht. Es gab, nachdem Trottwar ein gewisses Image sich erarbeitet hatte und auch wirklich ernst genommen wurde in der Medienlandschaft, gab es vehemente Versuche seitens kirchlicher Träger, aber auch der Landeshauptstadt Stuttgart. Da Einfluss zu nehmen und äh, sozusagen das zu ihrem zu machen. Äh, das haben wir Gott sei Dank erfolgreich abgewehrt und haben auch deshalb öffentliche Mittel immer abgelehnt, auch wenn es uns finanziell schlecht ging, einfach um diese Unabhängigkeit zu wahren. Ich sage es einfach mal deshalb. Man kann äh, nicht äh, Anwalt der sozial benachteiligten Menschen sein und dann gleichzeitig muss man Dinge äh, ko kommunalpolitisch gutheißen, weil man halt von denen das Geld kriegt, die dann eigentlich nicht im Interesse der sozial benachteiligten Menschen sind. Ich kann da sehr viele Beispiele nennen. Und das finde ich halt, das ist ganz wichtig, sowas zu wissen. Da können natürlich auch die kirchlichen Träger oder so nichts dafür. Die müssen ja auch irgendwo überleben. Und ich denke auch, sie machen auch sicher eine sehr gute Arbeit. Also ohne die wäre es eine Katastrophe. Aber sie sind halt abhängig. Und äh, dann kommt es eben zu solchen Dingen. Sag mal ein Beispiel. Äh, bei uns in unmittelbarer Nachbarschaft von unseren Trottwarbüros in der Hauptstädter Straße war ein Wohnheim und, äh, oder ist immer noch. Und äh, das, glaube ich, zur Diakonie gehört und da habe ich mich immer gewundert, dass zum Beispiel im vierten Stock, wo ja auch Trottwarverkäufer wohnten, die ich dann halt auch mal aufgesucht habe, äh, nachmittags oder so, äh, da gab es einen trockenen Stock im vierten Stock und da waren die größten Alkoholleichen, also die schon mittags wirklich zum Teil in ihrem eigenen Erbrochenen da mhm. auf dem Flur lagen, so dass ich da schon mal einen Notarzt holen musste. Und da hat man dann einen Sozialarbeiter, der dort gearbeitet hat, halt äh, unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesteckt. Ähm, ja, wir wollen die eigentlich auch gar nicht vom Alkohol wegbringen, weil wir kriegen für die einen höheren Tagessatz äh, wie für Normalbewohner. Super. Und das ist natürlich dann voll im Sinne der sozial Benachteiligten. Ne? Ja. Und sowas ärgert mich natürlich. Aber ich verstehe das, dass sie von den Geldern abhängig sind. Nur das sieht man halt, wie, wie, wie widersinnig und wie schwachsinnig im Grunde genommen sowas ist. Ne? Also das ist halt die Förderung, also muss man halt gucken, wo man seine Kohle herkriegt und arbeitet dann letztendlich nicht im Interesse der sozial Und da bin ich natürlich schon froh, dass wir die Leute sehr ernst nehmen, dass wir, dass wir, man kriegt auch sehr viel zurück, wenn man sie ernst nimmt und wenn man, ihre, wenn man ihnen wirklich Hilfestellungen leistet, soweit wir das können, kriegt man sehr viel zurück von diesen Menschen und da bin ich, wie gesagt, ich bereue das nicht obwohl ich mein Gehalt, wie gesagt, äh, gefünftelt habe, dass ich da halt äh, tätig geworden bin und, 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 und wie gesagt, ich habe da sehr viel zurückgehalten von den Menschen. Und das finde ich halt auch wichtig, weil... Die haben wirklich keinerlei Hilfen oder so. Die kriegen sie natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, beim Caritasverband oder so, natürlich gibt es eine sehr professionelle Schuldenberatung oder eine Drogenberatung und solche Dinge. Aber wie gesagt, die haben natürlich zwischenzeitlich auch ein Heer von Menschen zu bewältigen. Hm. Also, als ich bei dort war angefangen habe, gab es zum Beispiel eben die Finanzierung seitens der Landeshauptstadt von, ich glaube, damals sechs oder sieben Klienten musste man haben in der suchtabhängigkeit. <laughs> Entschuldigung, heute muss der gleiche, äh, der gleiche äh, Mensch muss heute 35 Leute betreuen und hat noch weit Aufgaben darüber hinaus und soll noch gucken, wie er Kohle akquiriert, um seinen eigenen äh, Bürostuhl sozusagen mhm. zu erhalten. Ja. Äh, das ist natürlich. Wie gesagt, eben kann auch nicht im Sinne der sozial benachteiligten Menschen sein. Und die Antwort von der CDU ist dann im Zweifelsfall, wir brauchen bessere Überwachung am Bahnhof, dann wird alles gut. Genau, genau, ja. ja. Das ist, da haben wir ja auch übrigens in der, in der in, jetzt weiß ich nicht, ist es in der Ausgabe oder in der nächsten, haben wir, haben wir zumindest so zur, nee, es müsste ja eigentlich in der drin sein, mhm. äh, zu den Landtagswahlen, da haben wir dann also die großen Parteien alle befragt ja. sozusagen. Bis auf die AfD, die ist rechts runtergerutscht. Ne? So, auf ein, so ein, so ein Tableau, halt. die ist einfach rechts ja. runter. Ist deshalb rausgefallen. Aber da haben wir so einfach mal so, was gerade natürlich soziale Themen und sozialer Wohnungsbau und solche Dinge anbelangt, die in die Programme reingeguckt der einzelnen Parteien. Und da gibt es dann zwei, dreimal so eine Anmerkung. Also beispielsweise kommt das Wort Miete bei der CDU nicht vor in ihrem sozialpolitischen äh, ja. Statement, äh, gibt es das Wort Miete nicht. Das ist seltsam, mutet mich seltsam an. Bei der FDP glaube ich auch nicht und so. Ne? Und also okay. das sind so, so, so Dinge, das merken wir natürlich dann auch geflissentlich an. Ja, ne, wenn da geht es ja vor allem auch um Baukindergeld und dass äh, der Grunderwerb das erste Mal kostenfrei sein soll. Ähm, für, für Menschen, die ungefähr wissen, dass wenn die Ahnen nicht schon was auf die Seite gebracht haben, man in diesem Leben wahrscheinlich eher kein Eigenheim, auch nicht zum ersten Mal erwerben wird und als auch nicht am, ja. der Grunderwerbsteuer scheitern würde, ähm, dann kann man eigentlich bloß ein bisschen äh, traurig lachen. Ne? Das stimmt, ja. ja. ja klar. Also ich meine, wie gesagt, wir hatten jetzt vor, vor zwei Wochen, äh, vor zwei Wochen, was Quatsch, letzte Woche war das, hatten wir den Ministerpräsidenten und den Oberbürgermeister Nopper eingeladen äh, zu, einem, zu einer Übergabe einer Petition, die, mhm. die von den Straßenzeitungen initiiert wurde. Da haben 14 oder 15 Straßenzeitungen teilgenommen. Und da haben wir einen Stick mit 120.000 Unterschriften übergeben, indem wir die Forderung erhoben haben, die Hotels und die Pensionen für obdachlose Menschen zu öffnen. Mhm. Einfach weil die... In dieser Pandemie natürlich am meisten leiden von allen. Also, man, die sind ja, man muss sich ja nur überlegen, beispielsweise in dieser, in dieser Zeit, als es hier bei uns diese, dieses Ausgangsverbot da gab, also dass ja. man 20 Uhr zu Hause, wo bitte sollen ein Obdachloser hingehen? Im Grunde genommen wird er da schon wieder sozusagen in die Illegalität geschickt, weil er hat ja gar kein Zuhause wo, ja. er, wo er hingehen könnte. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, aber die haben ganz, ganz viele Probleme. Und da wäre natürlich ein Ort, wo sie ein bisschen zur Ruhe kommen könnten wo sie sich mal äh, hygienisch, also sich waschen könnten, Krankheiten vielleicht ein bisschen auskurieren, wo dann Sozialarbeiter mobil nach ihnen gucken könnten, äh, wo, sie, wo sie auch zum Beispiel geimpft werden könnten, wenn man mobile Impfteams da hinschicken würde. Das würde ich sehr sinnvoll finden. Und vor allem, weil ein Obdachloser, der ist immer getrieben, der muss von einem Ort zu so anderen, der muss irgendwie überleben. Also selbst wenn der jetzt irgendwann eine erste Impfung kriegen sollte, es ist nie garantiert, dass der die zweite dann irgendwann... Krieg, weil er da vielleicht schon ganz woanders ist, wenn er überhaupt noch lebt, ja. Und äh, deshalb und ich meine, der Winter war ja jetzt auch diesmal relativ streng, ja. so dass eben in Hamburg sind äh, oder in Hamburg sind es 13 gewesen, aber bundesweit sind wohl 22 Menschen auf Rom. Das finde ich auch furchtbar. Und wie gesagt, also wir, wir haben dann auch bei dieser, also es kam dann leider nicht der Ministerpräsident und der Oberbürgermeister Nopper, sondern vertretungsweise die Sozialbürgermeisterin Dr. Susmann für den OB und für den Ministerpräsidenten ein Ministerialdirigent Schneider, der äh, vom Sozialministerium des Landes kam. Äh, und äh, sehr nette Menschen beide, und äh, da haben wir dann auch so ein bisschen uns unterhalten, natürlich vor der Presse. Im, äh, gerade Und da war halt auch so meine Feststellung, vor gut zehn Jahren gab es in Stuttgart noch, das habe ich ganz vor kurzem sogar aus einer Pressemitteilung, kann ich das zitieren, gab es vor über zehn Jahren gab's noch über 30.000 Sozialwohnungen in Stuttgart. Heute sind es nicht mal mehr 20.000. Und ich finde das hanebüchen, wenn da die Kommune und das Land, jede Menge Fördermittel reinsteckt, um irgendwelche kapitalistischen Menschen zu bereichern, die sich dann eine Immobilie sozusagen fast, fast gratis erwerben, na ja, gratis, aber halt sehr viel kostengünstiger erwerben können. Und die Bindungsfrist ist dann gerade mal maximal zehn Jahre oder sowas. Und dann sind die Wohnungen frei, dann werden die Obdachlosen wieder rausgeschmissen und, oder, die, oder müssen dann in Sozialhotels teuer untergebracht werden. Und dann werden die natürlich auf dem freien Markt natürlich zu Höchstpreisen sozusagen vermietet, so dass die Reichen immer noch reicher werden. Aber meine, da sagte schon meine Großmutter, hatte da einen guten Spruch. Die sagte immer, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Misthaufen sozusagen. Auf den ja. größten. oder auf den größten ja. genau. Ja, so ja. Ist es. Also man kann dann. Aber das liegt im Wesen des Kapitalismus ja. begründet. Das ist glaube ich zwangsläufig. Ich bin sowieso, da bin ich sehr pessimistisch, muss ich ganz klar sagen, weil ich glaube, dass der Kapitalismus in dieser Turbo Qualität, die er einfach heute an den Tag legt, letztendlich zum Untergang der Menschheit führen wird. Ja, vor allem immer dann, wenn der Kapitalismus an sich selber zu scheitern droht, dann gibt es ja den Staat, der das der Ganze dann wieder ein bisschen runterkocht, der Kohle reinschmeißt genau. und sagt: Ah ja, spielt mal, spielt mal weiter, wird schon in Ordnung genau, sein, genau. bis zur nächsten Krise. Ja. Ja, und wir zahlen die Zeche. Ähm, so ist es. War unter Grün-Rot ja 21.500 Eisenbahnerwohnungen, die in Stuttgart verkauft worden sind von ja. der Landesregierung, die das Ganze noch befeuert haben. Dann ähm, diese Modernisierungsgeschichte. Ich kann, ich modernisiere jetzt einen Briefkasten und kann dann elf Jahre lang zehn Prozent. Nee, ich kann zehn Jahre lang 11 Prozent draufschlagen mhm. äh, auf deine Miete. Das heißt, ich habe quasi 10 Prozent Rendite gemacht, dafür, dass du einen neuen Briefkasten, so. den du vielleicht gar nicht willst, äh, hast. Ähm, das ist natürlich eine Förderung von äh, Interessen, die jetzt nicht unbedingt die Interessen der Allgemeinheit sein können. Zumal die Stadt ja, du hast es gesagt, nicht. die Bindungsfrist äh, entfällt. Man kann wieder neue Bindungen nachkaufen oder halt neue Flächen dann. Zu betonieren, dass diese größer werdende Schicht Richtig. irgendwo Wohnungen hat. Aber günstigen Wohnraum kann man ja auch nicht bauen. So, so der Quadratmeter kostet 3000 Euro um und bei. Das heißt, man müsste eigentlich viel mehr alten Wohnraum erhalten, so sanieren, gucken, dass er bewohnt ist damit überhaupt so ein bisschen Druck aus dem Kessel rauskommt. Richtig, genau. Auch der Meinung bin ich auch. Und wie gesagt, es gibt ja auch alternative Wohnformen. Also sowas wie zum Beispiel Tiny Houses oder so. Ne? Also man äh, ist ja in letzter Zeit immer mehr in sozusagen. Und äh, warum macht man sowas nicht für Obdachlose? Es gibt ein sehr gutes Beispiel, also wir hatten mal von so einem Bauunternehmen aus Kirchheimtech so ein Baucontainer da irgendwie für die, was normalerweise die Montagearbeiter mhm. halt bewohnen, da können die drin schlafen und sich auch, was weiß ich, ein Süppchen kochen auf einem ganz einfachen zwei Plattenherd und halt mit einem Öfele, dass man halt im zu kalten Jahreszeiten heizen kann drin. Und das hätte der uns geschenkt, also mhm. Trott war. Und wir hatten dann sogar über eine sehr aktive und engagierte Franziskanerin in Stuttgart, nämlich die Schwester Margret, auf Kirchengelände eine Aufstellmöglichkeit gefunden. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat es verboten wegen fehlender Hygieneeinrichtungen. Mhm. Also, und da sage ich dann damals auch leider etwas verbittert, muss ich sagen, äh, zum damaligen, äh, zur damaligen Sozialbürgermeisterin. Äh, ich finde das Hanebüchen. Es ist doch, äh, ich meine, ich habe als Student auch mal in irgendeiner Absteige gewohnt, wo es kein Bad gab. Da musste ich halt dann, was weiß ich, ein, zwei Mal in die Woche ins Hallenbad gehen, um mich abzustauben und habe das auch irgendwie hingekriegt und mein Studium damit hingekriegt, aber es ist doch zehnmal besser, wenn die Leute überleben und nicht erfrieren. Also das ist doch, ne? Also und ich meine, für Klos, da stelle ich ein Dixie klo auf, also das wäre die kleinste Übung, die hätten wir auch finanziert, aber das war wohl, es musste wohl fließendes Wasser sein, aber dann fließendes Wasser ja. ist wichtiger als der Erfrierungstod und solche Dinge, das finde ich dann halt manchmal so ja, Hanebüchen einfach, ja. muss ich sagen. Ne. Lieber frieren, als nicht Hände Lieber waschen auf, können. So ist ja. es. Oder wir haben beispielsweise auch einen Verkäufer, das muss ich auch noch anfügen, weil ich ja gerade in Esslingen bin. <laughs> da gab das war von, von der Jobcenter oder Arbeitsagentur, man weiß ja nie, wie das Zeug immer heißt. Da war halt, wir hatten ein, blind, ein blindes Paar, das bei uns Zeitungen verkauft. Und die haben dann in Blindeneinrichtungen gearbeitet, aber die stellen halt so Bürsten her und so. Und die haben dann oftmals eben auch so eine Pause eingelegt, so eine Zwangspause, weil die halt nicht genug Bürsten verkaufen konnten und so die Läden. Also wurde die Produktion wieder zurückgefahren mhm. und die konnten da nicht arbeiten. Und dann sind die halt natürlich auf Jobcenter verwiesen worden und was weiß ich. Und dann kam der eines Morgens sitzt er bei uns beim Frühstück, der, der Mann von den beiden, von dem Paar, und heult. Und dann frage ich den, was denn los sei? Dann sagt er, naja, er hätte einen Brief gekriegt, dass sie ihm sozusagen sein Blindengeld kürzen. Weil er irgendwo nicht bereit wäre, einen Gabelstaplerführerschein zu machen. Das sei heißt, jetzt verarscht er mich wirklich? also mich. Ich dachte wirklich, ja. er verarscht mich, weil das konnte ich mir nicht vorstellen, weil er ist blind. Ja? Ja. Ich meine, das fängt schon damit an. Er hat, ich habe gesagt, bring mir bitte den Brief, das möchte ich sehen. Er ja. hat ihn gebracht. Die erste Unverschämtheit ist der, dass man Blinder einen Brief schreibt, der nicht in Prallschrift geschrieben war, sondern einfach, wo er erstmal einen Vorleser braucht. Und nachher werden die Leute aber verantwortlich gemacht, wenn sie irgendwelche Fristen nicht einhalten oder irgendwelche Antrittsbesuche da nicht tätigen können. Und als Nächste ist dann halt so, dass der, und dann habe ich natürlich die Sachbearbeiterin angerufen, das war in Esslingen, und äh, die hat mir dann auch ihr Leid geklagt, wie viele Fälle sie hat. Sie sagt, sie ist eigentlich ganz froh, wenn die Leute nicht alle kommen, weil sie hat im Grunde nur drei Minuten Zeit, wenn, wenn jeder wirklich sozusagen mhm. zu, seinem, zu seinem Zwangsbesuch erscheint. Und, äh, und, dann, und ihr Chef hat ihr einfach nahegelegt, sozusagen, du musst so und so viel Kürzungen hinkriegen, ansonsten bist du ein Job los, ganz einfach. Das heißt also, das ist sozusagen die Vorgabe. Also, nicht, die Leute müssen nicht helfen, den, den, den Armen und Ärmsten der, der, der Armen sozusagen, sondern sie werden sogar noch drauf angewiesen, du guck mal, dass du, da noch, dass du die noch irgendwie drosselst, dass da noch die, ja. die, die, die Kohle gedrosselt wird. Das finde ich unsäglich, gerade gegenüber behinderten Menschen, die die also die blind sind oder sowas. Also da ist es ja ganz offensichtlich. Ich habe ja damit dann damals versprochen, daraufhin hat sie dann geheult. Ich habe zu ihr gesagt, er, der Roland kommt, der wird am ersten anfangen. Hier bei einer Esslinger Firma, da gab es Stapelführerscheinmaß oder in einem Hochregallager. Und ich habe dann gesagt, er kommt, er wird kommen, ich sorge dafür. Nur ich werde sie persönlich in Regress nehmen, wenn irgendwas passiert da drin. Hm. Ich fühlte mich da wirklich in, in Kafka-Welten versetzt. Also wirklich, also ja. das, ist, das war für mich unfassbar. Ich hätte das nicht geglaubt. Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich ihn Lügen gestraft sozusagen. Es war Tatsache so. Ja. Und das sieht man schon, wie da der Druck, wie da immer mehr durch diese unsäglichen hartz iv gesetze die aber leider da, die sind natürlich auch noch haupt, hauptsächlich dieser Herr Schröder verantwortet. Ich meine, das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ich war treuer SPD-Wähler bis zu Schröder. Ja. Danach hat man über den Oskar Lafontaine und solche Leute hergezogen. Ich sag Hut ab. Einzige konsequente Mensch, der da ausgetreten ist aus dieser Partei, ich habe sie seither nicht wiedergewählt und ich werde sie auch nicht mehr wählen, weil sie sich bis zum heutigen Tag nicht von diesem unsäglichen Herrn Schröder distanziert hat. Es war ja nicht nur der, sondern einer derer, die Hartz IV mitgestaltet haben, ja, der ja. aktuelle Spitzenkandidat, wenn ich mich nicht irre, <laughs> ja. was die Bundestagswahl betrifft. Also auch der kommt so langsam auf die Idee, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste war. Hartz IV, aber klar, sich davon zu distanzieren, hört sich eigentlich anders an. Vor allem, wenn es ein Minimum ist. Wie kann man ein Minimum kürzen? So, das, das ja, geht, geht ja das eigentlich ist ein ne? Unding. Das ja. Äh, ja. bar jeder Menschlichkeit und äh, so eine es. Erwerbs oder eine Verwertungslogik, die der Arbeit jegliche Würde nimmt. Es geht ja eigentlich um eine Grundsicherung und man ja. kann doch nicht eine Grunds äh, Grundsicherung sozusagen. Das ist ja das wirklich absolut lebensnotwendige, äh, was ich brauche, um zu ja. überleben. Da kann ich doch keine Kürzungen vornehmen. Das ja. ist doch ein völliges Unding. Und sowas ärgert mich halt, wenn man dann gleichzeitig sieht, wie, wie, wie die Milliarden in die Wirtschaftssubventionen fließen und so, also ich, wirklich, da, da fällt mir nichts mehr ein ja. und da, da, da finde ich, da muss was passieren in diesem Land, also und ich meine, leider äh, fängt der Fisch ja immer vom Kopf her an zu stinken, ne? also okay, sollte man klar. da halt mal drüber nachdenken. Also ich meine, ich habe wirklich, wie gesagt, viele Leute, glaube ich, sind auch sehr politikverdrossen einfach. Deshalb. Weil sie halt, wie ich zum Beispiel, ich habe lange an die SPD geglaubt. Ich meine, ich komme, wie gesagt, ich lebe auch schon sehr lange in diesem Bundesland Baden-Württemberg, das ja praktisch seit nach dem Krieg immer äh, schwarz regiert war, sozusagen, und dann halt von den Grünen irgendwann abgelöst wurde. Wobei, da habe ich halt auch so, zumindest in Stuttgart, so ein bisschen den Eindruck gewonnen, bei sehr vielen Grünen, das ist dann auch so, die, in dem Moment, wo sie sozusagen äh, an der Macht waren, war es dann eher so eine HIP-Gesellschaft. Jetzt gehören wir auch zu dieser HIP-Gesellschaft und ihre ganzen Grundsätze waren ihnen im Nachhinein so ziemlich scheißegal sozusagen. Und sie haben sich immer so ein bisschen des Deckmännlichen umgehängt. Sie bewegen ja was auch im Sozialbereich, aber ich meine, bitte, wir haben jetzt einen, einen grünen Ministerpräsidenten seit zehn Jahren und wir haben einen, Grünen Oberbürgermeister gehabt, der Gott sei Dank gegangen ist. Und äh, weil er hat auch nicht sehr viel bewegt und es hat sich da einfach nichts getan. Also, was sehr haben sie denn hingekriegt in dieser Zeit? Also im Sozialbereich, muss ich sagen, haben sie auf ganzer Linie versagt. Und der ist ja auch grün, unser Sozialminister. Ja, Herr Manfred, Lucha, ja, genau. Manfred Lucha. Ja, und dann können wir mit dem grünen Verkehrsminister weitermachen. Also. Man, man hat ja ab und zu mal über die ruhige Hand unserer Bundeskanzlerin gelästert, aber so noch ruhiger als die vom Herrn Kretschmann, das, ich glaube, da, da fließt dann nicht mal mehr Blut drin. <laughs> Gut, ich meine, der Herr Kretschmann ist, sind wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich ein verkappter CDUler. Ne? Und ich muss auch sagen, klar, also ich meine, die Frau Merkel, ich bin kein Fan von ihr, aber ich muss auch sagen, ich, ich, muss sagen, ich war zum ersten Mal, wenn man schon so sagen wir mal, so mit rechten Begriffen arbeitet. Ich war zum ersten Mal stolz, Deutscher zu sein, als sie gesagt hat, wir schaffen das mit den Migranten. Da war ich zum ersten Mal wieder stolz auf Deutschland. Mhm. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Menschen in Nöten sind, dass man ihnen hilft. Und ich finde auch zum Beispiel diese ganze Diskussion, die finde ich hinterfotzig und, und, und dreckig, wenn man dann immer so, der kommt jetzt aber aus wirtschaftlichen Gründen oder aus sonst was. Ja, scheißegal, bevor meine Kinder verhungern, gehe ich auch woanders hin, wo ich sie ernähren kann. Das ist ein absolut triftiger Grund, auszuwandern. Und gerade Deutschland sollte sich da also wirklich an die Nase fassen und sollte die Migranten aufnehmen und sollte sie gut behandeln, und sollte ihnen hier eine, eine zuflucht und eine zufluchtsstätte äh, gewähren und ihnen einfach die möglichkeiten geben hier frei zu leben, zumal wir ja überhaupt gar kein problem haben, wenn äh, mein sohn, meine tochter hier medizin studiert und dann nach großbritannien oder in die schweiz geht, weil man da einfach mehr verdient. total legitim. So ist nur es. wenn leute dann zu uns kommen und quasi plötzlich unsere nachbarschaft äh, bestücken, dann wird es komisch. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, ähm, zumal wir ja auch ursächlich äh, ja, maß, maßgeblich beteiligt sind. Dadurch, dass wir Waffen exportieren, dadurch, dass jede Menge Billigfleisch und andere Agrarerzeugnisse ähm, runterkommen, dort die Märkte kaputt machen. Wir im Gegenzug äh, günstig Rohstoffe erwerben, ähm, so dass dort die Märkte eigentlich doppelt kaputt gehen. Und dann das wundern ist. wir uns, warum Menschen ihr Heil in der Flucht suchen, bei uns eine Perspektive haben wollen und es sind ja nur 4%, die in Europa ankommen. Wäre ich zynisch, würde ich sagen, die meisten haben ja jetzt schon Glück, wenn sie im Mittelmeer ertrinken können, weil Europa hat sich ja so ausgebaut, dass die meisten eher in der Wüste verdursten. Sprich, die, die ertrinken können, sind schon relativ weit gekommen. Genau. Ja, wie gesagt, also es ist eh eine unsägliche Geschichte, einfach, was da, was da abgeht in Deutschland und auch überhaupt in ganz Europa. Es ist alles irgendwo so, so ein bisschen verlogen für mich. Und ich meine, das hat mich auch erinnert an eine Veranstaltung, im Übrigen auch äh, der Grünen in der Stiftung Geiststraße, als damals, da haben dann sogar eine, eine Sinti- und Roma-Band gespielt. Und da wurde Mords lamentiert, wie furchtbar schlimm man mit den äh, Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg umgegangen ist, was natürlich stimmt und so, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel als Trotwar äh, Chef sozusagen hingehe und bei der Stadt sage, hier ich brauche dringend vor dem Winter, das ist jetzt der dritte oder vierte Winter, seit die Leute bei mir sind. Wir haben sehr viele äh, Sinti, vor allem äh, sehr viele Roma, vor allem, äh, und, und die drohen mir zu erfrieren. Ich brauche eine Unterkunft, ich brauche was. Naja, nee, die sollen zurückgehen in ihre Herkunft. Da, da schreit dann jeder. Also, wie gesagt, da machen sie erstmal einen mhm. auf, äh, wie, ja, wir müssen was tun und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, was zu tun, dann sind alle Türen verschlossen, um Gottes Willen. Letztendlich, wir doch keine zigeuner. So, das erinnert mich so an, wirklich an, 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 das, an meine Großeltern oder sowas, die dann so, solche Vorurteile natürlich auch damals indoktriniert bekommen haben, weil die halt da, was weiß ich, in der Nazizeit aufgewachsen sind oder gelebt haben. Ne? Und ich meine, also wie gesagt, ich finde solche Dinge unsäglich. Das ist immer so. Für mich ist da sehr viel Verlogenheit drin in der Politik, das muss man leider sagen. Und deshalb finde ich es schlimm, dass diese Parteien einfach schon, schon so lange an der Macht sind. Also wie gesagt, es war ja ewig lang schwarz. Und dann, wie gesagt, von den Grünen, muss ich sagen, halte ich aus genannten Gründen nicht sehr viel. Die FDP, da braucht man gar nicht drüber zu reden, also die hat sich auch nie distanziert vom Neoliberalismus, mhm. also da braucht man auch nicht drüber diskutieren, das ist im Grunde nochmal durchaus vergleichbar mit Rechtsradikalismus, was da so für Statements schon neoliberal rüberkam. Also da Und die SPD hat halt, wie gesagt, hat äh, Gerhard Schröder hat letztendlich die Sozialdemokraten verraten. Und deshalb gibt es für mich natürlich nur eine Alternative, ne, die heißt Links. Ja, ich hätte es nicht schöner formulieren können, zumal wir ja auch gucken, dass wir unbestechlich bleiben und ähm, uns von, von niemand irgendwie schmieren lassen. Dafür machen wir ganz viel in Eigenregie. Keine Angst, so endet meistens diese Sendung. Ich werde es deswegen nachher nochmal wiederholen. Wir sind noch mittendrin. Ich erkläre immer, also ich, ich schaffe ja in der Jugendhilfe. Und ähm, wenn ich dann so auf Trottwa komme, dann sage ich ja, das ist, damit die Menschen, die sonst nichts haben, nicht darauf angewiesen sind, bloß mit leerer Hand da zu stehen und zu gucken, wie sie über die Runden kommen, sondern dass sie quasi einen Gegenwert anbieten können. Klar. So. Ja, und man verschafft den Leuten ganz einfach auch ein bisschen eine Perspektive. Das war halt immer so ein bisschen mein Problem. Uns gelang es zwar in einzelnen wenigen Fällen die Leute auch von Trott war weg auf den ersten Arbeitsmarkt mhm. zu vermitteln, aber ja, also auch durch sehr treue und solidarische Leserinnen und Leser, die halt äh, so eine kleine Firma haben oder so. Also wir haben einige Leute zum Beispiel auf der Urstreif haben wir drei Leute sogar unterkriegt, also zwei bei der Gärtnerei und eine bei der Zeitung, so der hat dann als Bote da sozusagen fungiert hat und Gott sei Dank bis zum heutigen Tage äh, geblieben ist. Und so gab es schon einige wenige Beispiele, aber das war mir halt einfach viel zu wenig angesichts des Heeres an Menschen, die da da sind. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn wir da halt relativ wenig Perspektive haben, äh, dann müssen wir den denen selber bieten. Und in, seitdem haben wir ja dann auch, also wir haben jetzt schon seit, ich glaube, 15 oder 17 Jahre lang äh, die Möglichkeit der Festeinstellung. Mhm. Also, die müssen dann eine gewisse Stückzahl verkaufen, dafür kriegen sie einen gewissen Grundlohn. Und dann gibt es natürlich auch als Leistungsanreiz jede Zeitung, die sie darüber hinaus verkaufen, über diese, über diese Grundstufe, äh, kriegen sie dann sogar höher honoriert. Und da muss man sagen, das ist eine echte Perspektive, weil da haben wir also zwischenzeitlich haben wir, haben wir, wir hatten schon bis zu 20 Leute da, ein paar sind leider verstorben zwischenzeitlich mhm. und ein paar sind dann auch ausgestiegen, weil sie halt gesundheitlich nicht mehr so, weil bei Wind und Wetter da draußen stehen, das heißt schon auch was, ja. das Ding verkaufen. Gerade bei älteren kranken Menschen, die ja oft auch einen Hintergrund haben na, und dadurch natürlich auch durch ihre lange Obdachlosigkeit und so krank geworden sind zum Teil da draußen, sich krank eingefangen haben. Die dann halt wieder in den freien Verkauf zurückgegangen sind. Aber äh, sie haben zumindest mal eine gewisse Zeit sich ihr Geld selber verdienen können und waren dann nicht von Hartz IV abhängig. Einfach, und das war halt unsere Art, die ersten Perspektiven zu schaffen. Zwischenzeit, wir sind da ja natürlich immer auf der Suche. Äh, zwischenzeitlich habe ich fünf Leute am Stuttgarter Flughafen beschäftigt im äh, Initiative Spende dein Pfand, mhm. äh, die voll sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also ich sage jetzt mal, das darf man ja ruhig sagen. Also sie die kriegen bei mir 2.000 Euro monatlich, also für einen Job, den eigentlich jeder machen kann, wobei das auch noch ein Job, also wir haben da mal so mit so Fußkilometerzählern geguckt, also die absolvieren pro Schicht da so an die 20 Kilometer pro Tag, mhm. pro Schicht, <laughs> weil das sind dann mehrere Container, die die leeren müssen und sauber machen und dann gibt es natürlich auch einen Fahrer, der dann in Schulen und in Ämtern und allen, die da mitmachen und auch Pfandflaschen für uns sammeln, die Dinge holen, wenn die halt da die Container voll sind, so. Und es wird dann vom grünen Punkt abgeholt und dann kriegen wir den pfand Und da muss man sagen, das ist auch fein vom grünen Punkt, dass die dann eben den Selbstbehalt, den sie haben. Also, wenn mhm. sie jetzt so eine PET-Flasche, die gibt ja 25 Cent Pfand. Und da sind dann glaube 1,2 oder 1,3 Cent für den grünen Punkt, aber die haben das jetzt bislang immer komplett zurückgespendet. Und das ist eine Initiative, sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, weil das hat Stuttgart initiiert. Also wir die Stuttgarter straße also Trottwar hat das als erstes initiiert. Und es haben dann ganz viele andere Städte nachgemacht. Zwischenzeitlich mhm. macht es Hamburg, Düsseldorf, Berlin. Also da gibt es ganz viele andere Flughäfen, die da nach unserem Vorbild das praktisch nachgemacht haben die dann hierher kamen und sich das angeholt. Aber das eben beschäftigt fünf Menschen, die wie gesagt äh, 2000 Euro kriegen, plus natürlich Schichtzulage und Sonn- und Feiertagzulage. Also die arbeiten natürlich äh, in Schichten und in den Stoßzeiten. Jetzt gerade natürlich läuft gar nichts. Ne? Da finanzieren wir sie natürlich trotzdem weiter, weil sonst würden wir ja die Perspektiven wegnehmen. Aber äh, und also wie gesagt, Schichtzulagen, Feiertage und so, also die arbeiten immer, natürlich auch am, am Heiligabend oder am ersten ja. und zweiten Weihnachtsfeiertag, ne? Und weil das muss ja immer geschehen, sozusagen, diese, diese, also dass die Dinger, dass da halt sauber ist, sage ich jetzt mal, ne? Und äh, dann haben wir zwei Stadtführer beschäftigt, auch Sozialversicherungspflichtig, die alternative Stadtführungen anbieten, mhm. die eben nicht an touristische Sehenswürdigkeiten führen, sondern an soziale Brennpunkte. Das könnte natürlich niemand machen als die Frauen und der Mann, die es machen, weil die natürlich die Dinge, das könnte ich nie so gut, weil die natürlich diese soziale Brennpunkte, die Häuser, die sie zum Beispiel sagen Frauenwohnheime, Männerwohnheim, äh, Einrichtungen der Drogenhilfe und so weiter, die kennen die halt von innen persönlich, ja. ja, und wer kann das authentischer machen als so jemand, also das ist super und ich dachte ja eigentlich, da läuft dir ja das Interesse irgendwann tot. Zwischenzeitlich sind wir auch im neunten Jahr mit diesen, äh, mit diesen alternativen Stadtführungen und die werden wachsend nachgefragt. Also äh, zwischenzeitlich ernährt es die beiden Menschen und wirft sogar noch ein klein wenig was für Trott war ab. Also das finde ich tolle Geschichten und so. Also wie gesagt, wir haben so gut äh, 20 sozial Benachteiligte beschäftigt oder auch im Zeitungsverkauf also klar es große Unterschiede es gibt ein paar die kriegen halt nur den Grundlohn den kriegt man wenn man 500 Zeitungen verkauft und im Monat und das hört sich jetzt erstmal viel an in einem Monat aber wir haben Spitzenverkäufer also vor allem eine Verkäuferin und ein Mann die sind ziemlich gleich gut die Frau ich glaube noch ein bisschen besser als der also die verkaufen in Spitzenzeiten über 2000 Zeitungen im Monat und kommen damit aber natürlich dann auch auf einen Bruttolohn von über 3000 Euro. Ja. Und da bin ich stolz drauf. Und über Trinkgeld rede ich nicht, sonst kommt noch ein Finanzamt, ja. oder irgendwie aufmerksam. Aber das habe ich natürlich dann auch noch ein bisschen dazu. Also die verdienen zum Teil mehr als ich netto verdiene, aber das haben sie ja auch verdient. Sie machen ja auch einen wesentlich härteren Job als ich. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu dir müssen die richtig arbeiten. So ist es. Und ich, ich bin ein Sesselpupster, der ja. dann halt ne, irgendwo in seinem Sessel hockt und da versucht, äh, möglichst gut zu lenken, natürlich. Aber wie gesagt, nee, und das, äh, ich war noch nie ein neidischer Mensch, das finde ich okay. Ja. Was ich nicht okay finde, ist, wenn dann so Typen, was weiß ich, ich sag mal so ein Dieter Zetsche, da wusste man ja, was der da verdient hat, wie viel Millionen. Und das ausgerechnet die Leute, die dann nachher in, in ihrem Betrieb äh, absolut durchsetzen, dass eine Putzfrau auf 450 Euro Basis schaffen muss, äh, eine Reinigungsfachkraft, äh, das finde ich ein Unding dieser Frau gegenüber. Mhm. Äh, weil äh, ich meine, wenn die für so wenig Geld arbeiten muss und die Putz seine Scheiße weg, das sagen wir jetzt mal auf ja. Deutsch, ja. Dann kann es nicht sein, dass so ein Typ Millionen verdient im Monat, weil das ist geil. Ich bin wirklich nicht neidisch. Der darf gern mehr Geld verdienen wie ich. Ich bin nicht so geldgeil. Aber äh, es ist keine Arbeit, ist so viel mehr wert wie die einer Putzfrau oder sowas. Also das kann einfach nicht sein. Das ist so dieses Ungleichgewicht in diesem kapitalistischen System. Das finde ich halt das Furchtbare. Ne? Vor allem während äh, der Pandemie haben wir gelernt: Händewaschen ist total wichtig. Abstand ist total wichtig. Desinfektion von Flächen ist total wichtig. Genau. Also eigentlich müsste es ja andersrum sein, weil die äh, Putzkraft, Reinigungskraft äh, rettet Leben. Der Vorstand von Daimler jetzt, glaube ich, nicht schon. Gut, ich, mein, ich will jetzt mal, lassen wir die Kirche im ja. Dorf. Er hat schon sicher sehr viel Verantwortung. Er hat sehr viele Termine. Er wird mit Sicherheit auch keinen acht stunden tag haben. Und wie gesagt, ich habe gar kein Problem, wenn er das Zehnfache verdient von dem, was hm. ich verdiene. Habe ich kein Problem mit. Aber ich habe ein Problem damit, wenn einer Millionen verdient. Das ist einfach keine Arbeit dieser Welt wert. Und deshalb muss natürlich auch zwangsläufig wieder irgendwann eine Umverteilung von Geld stattfinden. Ich glaube, das ist das Einzige. Woran diese Gesellschaft prosperieren kann. Man kriegt es ja jedes Jahr von Jahr zu Jahr mit. Also, zwischenzeitlich sind es ja, glaube ich, drei Prozent der Bevölkerung, die, was weiß ich, 75 Prozent von allem haben, sozusagen, und 97 Prozent haben dann halt quasi noch. 25 Prozent von allem. Und das ist natürlich bei einer, bei einer Bevölkerung, bei einer weltweiten Bevölkerung von 8 Milliarden, äh, äh, da kann man sich ja dann vorstellen, dass immer mehr Menschen dann, äh, tatsächlich auch verhungern. Und ich finde, das finde ich halt das Allerschlimmste, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die verhungern müssen. Also wenn kleine Kinder verhungern und wenn man schon, das wird ja ganz oft, wird in der Sozialarbeit auch immer so über die Schuldfrage, ja. Mhm. Jemand ist ja selber schuldig, wenn er säuft oder was weiß ich. Wobei, da bin ich anderer Meinung, aber, das könnte man beim Erwachsenen nur sagen, aber ein kleines Kind in Eritrea, das verhungert, hat keinerlei Schuld auf sich geladen. Ja. Außer vielleicht, dass es am falschen Ort in dieser Welt geboren die wurde. Und da finde ich es eine Schande. Wenn ja. wir, so wie wir leben, also wenn man da sagt, also da lebt selbst ich viel zu sehr im Überfluss. Ja. Und deshalb muss man einfach auch bereit sein, was abzugeben an, an andere. Das ist einfach, das gehört zum Sozialverhalten für mich und das ist einfach eine menschliche Pflicht. Mhm trotwa hat es geschafft, über die Runden zu kommen, ohne Förderung. Es gibt andere kirchliche Einrichtungen, diakonisch, karitativ, die eigentlich schon seit Jahrzehnten, Stichwort sozial ist, was Arbeit schafft. Und wir brauchen ja gar keinen zweiten, dritten, fünften Arbeitsmarkt, sondern die sollen alle in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Und wenn man sie hart genug ran nimmt, dann klappt es ja auch mit dem ersten Arbeitsmarkt, angeblich. Ähm, warum schafft es trotwa und andere? Ähm, Erwerbslosen-Einrichtungen tun sich so schwer. Ich war bei der 20- oder 25-Jahrfeier der Esslinger Beschäftigungsinitiative. Alle Gastrednerinnen waren voll des Lobes, wie toll die Esslinger Beschäftigungsinitiative arbeitet und kein halbes Jahr später gab es die quasi nicht mehr, weil all die Sachen, die sich gelohnt haben, wie Elektronikschrott recyceln und, 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 ähm, quasi weggebrochen waren, Einschließlich mhm. des zweiten, dritten, fünften Arbeitsmarktes. Die EBI gibt es nicht mehr. Trotz war gibt es hoffentlich noch lange. Was ist Hoche der Unterschied? Auch. Der Unterschied ist, glaube ich, der, äh, bei uns ist es eine freiwillige Geschichte. Das ist ja so, wenn, äh, sage ich mal, ich gehe jetzt als, als äh, obdachloser Mensch äh, auf ein Amt, auf ein Sozialamt und so weiter und sage, ich bin hilfebedürftig oder so, dann werde ich natürlich an die großen Träger verwiesen, mhm. was ja auch richtig ist die haben ein Heer von Menschen zu bewältigen, so dass sie eigentlich individuell fast gar keine Zeit mehr für die einzelnen Menschen haben. Das ist mal ein eine ganz große Krux mhm. in der Geschichte. Es müsste viel mehr soziale Arbeit äh, geschaffen werden im Grunde genommen, um das Heer der, immer größer werdende Heer von Arbeitslosen, an, egal in welcher Form sozial benachteiligten Menschen sozusagen nur einigermaßen individuell betreuen zu können. Das ist natürlich bei Dortmund ist es viel viel überschaubar, also wir haben Baden-Württemberg weit, wir sind ja nicht nur in Stuttgart, sondern von Heidelberg bis Ulm und von der Ostalb bis zur Westalb sozusagen, Tübingen-Reutlingen und da bis Aalen-Heidenheim und so, und Backnang und was weiß ich, und äh, haben Ausgabestelle. Und da haben wir 170 Menschen, die äh, sozusagen als freie Verkäufer für war tätig sind, circa das wechselt immer wieder mal bin nicht auf dem allerneuesten Stand mhm. vielleicht, vielleicht sind es 171 oder so, seit heute oder so. Aber äh, wie gesagt, und das ist natürlich viel, viel überschaubarer. Und da kooperieren wir natürlich auch mit anderen Einrichtungen. Mhm. Wir haben jetzt nicht eigene Büros in, in Aalen oder Heidelberg oder sonst irgendwo, sondern das sind dann eben Einrichtungen, also Wohlfahrtseinrichtungen wie... Caritasverband oder diakonische Einrichtungen oder, oder was weiß ich oder der Arbeiterwohlfahrt oder halt wer auch immer sich da der Sache annimmt und äh, natürlich auch wo halt die die halt Leute betreuen die äh, die halt ohnehin dahin kommen sage ich jetzt mal eine warme Stube oder irgend sowas wo die Leute hinkommen oder eben was weiß ich, bis sogar irgendwo haben wir sogar eine methadon ausgabestelle weil wir auch sehr viele methadonabhängige haben, für die es natürlich noch schwieriger ist, sage ich jetzt mal, wieder so strukturiert zu arbeiten und so. Und ich meine, und dann ist es halt auch so, das sind immer so, glaube ich, auch so ein bisschen die politischen Anforderungen. Ich meine, große Träger, die halt kommunal finanziert werden, die müssen ja immer irgendwelche Erfolge vorweisen, damit sie halt ihre Kohle weiterfließt. Und äh, wie gesagt, das führt dann zu unglaublichen Dingen. Und deshalb ist ja auch, ich meine, es ist sozialarbeiterisch richtig, wenn ich zum Beispiel sage, ich soll jetzt jemanden in Arbeit bringen. Und der hat ein großes Suchtproblem. Also, sei er, also, muss man jetzt nicht mal ein schwerstabhängiger sein, sondern ich sage mal ein Alkoholiker. Ja? Und, und ich weiß, wo, wenn ich von Sucht rede, mein Name ist Helmut Schmidt und deshalb müssen wir auch irgendwann fertig werden, muss man ja eine rauchen. Und, und ich kann und dir gerne einen Aschenbecher hinstellen. Helmut Schmidt. Machen wir später dann. Und Sucht ist, ist natürlich ein übles Ding, aber ich bin selber zigarettensüchtig deshalb weiß ich wie schwer es ist sowas sein zu lassen und wenn ich dann halt jemanden so jemanden sage ich mal wie man so schön sagt resozialisieren soll dann braucht man da sehr viel Zeit sehr viel Geduld und man muss die Menschen langsam da reinführen Sie können nicht einen Menschen, der, der, ich meine, Sie wissen das, oder du weißt das ja, ja selber als, als, als sozialer Arbeiter. Du kannst nicht einen, der 15 Jahre obdachlos war, morgen zum Daimler ins Fließband und der funktioniert. Der hält es nicht durch. Das kann er nicht. Die müssen langsam wieder sozusagen in die Arbeitsprozesse reingeführt werden, damit sie da funktionieren können überhaupt. Mhm. Ne? Da muss man einfach so eine, also so wie, wie eine ganz, ganz langsame Wiedereingliederung oder sowas müsste man da machen. Und das fällt halt bei Trottwar und vor allem auch bei Trotta, wie gesagt, die Leute kommen, da kommen natürlich schon auch die Leute, die interessiert sind und die natürlich auch manchmal die Gemeinschaft schätzen oder so. Also was ich zum Beispiel immer sehr schön finde, ich finde meine Verkäuferinnen und Verkäufer, die machen die beste Per auf mhm. Da hat mal eine SWR-Kollegin hat beispielsweise mal im, im Ding auf der Straße haben die so irgendwelche Umfragen gemacht und da haben die dann gefragt, so wie er denn zu Trotta gekommen sei, einen unserer langjährigen Verkäufer, der leider nicht mehr lebt. Marian und dann sagte der so: Naja, gut, ich meine, auf der Straße, die Leute, die von der Straße kommen, die kennen sich, also die obdachlosen -Szene. Und da habe ich die halt mit dem roten Kill und da habe ich die halt mal gefragt: Ja, hier, lohnt sich das da eigentlich? Ist das okay? Und so und da sagten die: Du geh doch mal hin, die sind ganz nett da. Hm. Und dann sagt sie: Ja, und hat sich's gelohnt? und dann sagt: er, Nee, beim Betteln habe ich mehr verdient, aber, <laughs> ähm, aber das war noch in den Anfangszeiten, wo das halt auch noch ein bisschen schlechter ging. Hm. Ähm, beim Betteln habe ich mehr verdient, aber ich bin seit über einem Jahrzehnt zum ersten Mal wieder wie ein Mensch behandelt worden. Mhm. Das ist die schönste PR. Eine bessere mhm. PR kann ich selber gar nicht machen als Geschäftsführer und als, als Chefredakteur, als, als die Leute selber. Und vor allem, es ist immer auch unsere Arbeit ist immer überprüfbar draußen weil Die Leserinnen und Leser, die fragen nach den Leuten. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Ne? Wenn da mal einer zwei Wochen äh, krank da niederliegt oder so und nicht, nicht an seinem Verkaufsplatz steht, dann habe ich 10.000 Anrufe von irgendwelchen besorgten alten Damen, die sagen: Sie, ich habe das Herr Ding schon so und so lange nicht mehr gesehen, ist was mit dem, ist doch was passiert. Und ja. so. Das finde ich schön. Überhaupt, dass da ein Kommunikationsprozess wieder stattfindet, der vorher nicht mehr stattgefunden ja. hat. Weil, wenn der vorher betrunken mit so einem doppelten Bauernfeind da irgendwo in zerschlissen in der Kleidung leicht riechend, an der Straßenecke saß, dann haben die Leute einen Burger um ihn gemacht. Heute reden die miteinander. Da kommt, da kommt die Oma und sagt halt, was steht da drin? <laughs> oder so. Ne? Und es ist einfach, es, es, es ist witzig. Ne? Und, und, und es entsteht Kommunikation. Und die Leute werden halt auch wieder, sagen wir mal so, wenn man die Leute zusammenbringt, Entsteht automatisch Empathie, da bin ich mhm. mir ganz sicher. Ja? Das sind auch so tolle Menschen drunter, ganz einfach. Und deshalb muss man sie einfach auch mögen. Ich habe so viele Leute gemacht. Und natürlich sind Schlitzohren dabei, logisch, die gehören überall dazu. Aber es gibt in der Politik und in der Wirtschaft eine viel größere Schlitzohren. Mhm. Und äh, deshalb, ich finde ich finde es, äh, ich finde, wie gesagt, die machen die. Be Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist der große Vorteil. Also ich sage jetzt noch, noch ein Beispiel, weil ich rede ja jetzt endlos. Was Alkohol zum Beispiel anbelangt, wie gesagt, ich habe das Beispiel genannt von dem Hans Sachs Haus, wo da halt, wie gesagt, wo die dann selber um ihr Geld kämpfen müssen irgendwie von der Stadt, <laughs> weshalb dann völlig unsinnige Dinge geschehen. Und bei mir ist es so: Da kommt beim Frühstück, da saßen schon öfters irgendwelche Jungs, die dann gesagt haben und so: Ah Scheiße, ich muss es so eine Entgiftung machen, weil die Tussi da vom Caritas-Verband, die hat gesagt, ihr, entweder gehst du in Entgiftung, sonst kann ich dir nicht helfen und so. Ja, gut, gehe ich halt hin. Mein Gott, kriege ich auch hinter mich. Ich freue mich auf den Schnaps danach sozusagen. Mhm. Und das wird mit Steuergeldern finanziert und Sie wissen selber, oder du weißt selber, was eine Therapie kostet. Also wenn dann eine Therapie angeschlossen ist, das schweine teuer. Und trotzdem, klar, die machen es halt und erdulden es, aber die sind nicht überzeugt. Und ich, ich bin da gnadenlos. Also ich hatte dann zum Beispiel auch einen, der war immer stolz und hat rumproletet, wie, wie viel er saufen kann und dass er halt schon mit, was weiß ich, 2, wie viel Promille äh, im Blut gemessen wurde bei ihm. Und äh, dann habe ich zu so ihm gesagt, du äh, Eugen, weißt du was, dann greppier doch dran. Hm. Kein Hund bellt danach. Und dann da war er so, hat er so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kümmere mich um die Leute, die kommen, weil Suchtbekämpfung fängt immer im Kopf an. Und das heißt, ich muss es wollen als allererstes Mal. Ich selber muss es wollen. Ich darf nicht irgendwo gegängelt werden mhm. dahin. Wenn ich es will, und den Leuten helfe ich. Also wenn dann zum Beispiel einer kommt, so bei uns ist beispielsweise jetzt ein anderes Beispiel, da, da kam einer halb mal morgens zu mir und sagt, du Helmut, scheiße, jetzt habe ich endlich den, den Markt da gekriegt als Verkaufsplatz und so. Aber ich habe fast nichts verkauft. Dann sei woran liegt es? Ja, ich habe zu viel gesoffen gestern. Ich bin dann erst um halb zwölf dort gewesen. und sei ja klar, wenn die, die Gemüsehändler ihre Läden ja. wieder zusammenpacken, dann brauchst du nicht mehr hingehen, Da geht nichts mehr. Und, und, und er so, ja, hast ja recht und so. Und, und er hat dann einfach selber, ohne dass man da irgendwas machen musste, von sich aus, der trinkt heute noch Alkohol, aber er trinkt dann halt an dem Freitag davor, wesentlich weniger, so dass er da morgens auf dem Markt wenigstens einen halben Tag durchhalten kann. Und damit ist schon sehr viel gewonnen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Und so haben wir eigentlich auch die Leute, die wir dann tatsächlich in Therapie geschickt haben, die haben auch tatsächlich, da haben wir eine viel geringere Rückfallquote als andere Einrichtungen. Und da bin ich natürlich auch stolz drauf. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch die Sahnehäubchen, weil wir die Freiwilligen rausnehmen und die anderen, das sage ich dann wirklich, hey, Entschuldigung. Du lässt doch nicht helfen, also lassen wir es gut sein. Hm. Dann greppier doch. wenn interessiert. So hart ist das Leben nun mal. Es ist so, ja. Ich meine das natürlich jetzt nicht. Ich sage es dann harter natürlich, bewusst ja. weil ich die Leute natürlich auch zum Nachdenken anregen will. Aber wie gesagt, es, es macht keinen Sinn, jemand. Zwangs zu verpflichten genau. und zu sagen, ich kann dir nur dann helfen, wenn du dein Suchtproblem irgendwie in Angriff nimmst und so, und dann ist es ein Zwang. Das, ist, das fängt bei ihm selber an und es gibt 100.000 Methoden. Natürlich, das kostet alles Geld, ja, aber Verdammt normal, das sind doch, das sind doch Mitmenschen. die äh, das sollten, sollte uns doch die, die bisschen, das bisschen hm. Kohle nicht zu so schade sein, finde ich. Dass und das, dass man sowas sagt, heißt ja nicht, dass man die Tür zumacht. Natürlich nicht. Das, nur das, anlehnt und wenn dann jemand auf die Idee kommt, nach dem 20., 25., 50. Mal. Gut zu reden, doch mal durch die Tür zu gucken, wenigstens dann. Der ist, ist jederzeit. So die dürfen jederzeit kommen. Wir genau. haben zum Beispiel das Alkoholproblem, mhm. haben wir natürlich auch. Wir haben schon viele Leute, die gern trinken. Aber äh, die wissen zum Beispiel alle, wenn sie jetzt besoffen ankommen, kriegen sie keine Zeitung. Mhm. Aber die sind wegen dem nicht weg, sondern da sagt man halt in der Zeitungsausgabe, sagt dann der zuständige Mensch, der ja selber aus der Obdachlosigkeit kommt. Das sind alles Leute, die beschäftigen wir auch da mhm. natürlich, so viel geht. Ne? Weil, wie gesagt, um Vielen Benachteiligen, möglichst vielen sozial Benachteiligten eine Perspektive zu verleihen. Und der sagt ihm dann halt, du, was war jetzt gehst du nach Hause, schläfst deinen Rausch aus, wenn du wieder nüchtern bist, kannst du wieder kommen, dann kriegst du auch Zeit, um, ja, einfach um da halt ein schlechtes Image für die ja. anderen zu, zu vermeiden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, also die, die wird dann halt tatsächlich äh, auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, überredet kriegen, das in eine Entgiftung und dann möglichst eine anschließende Therapie. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ganz krassen Fall von einem wirklich multi heftig abhängigen Menschen, also mit, da ging es um Rauschgifte, äh, den haben wir jetzt, äh, den haben wir bei uns entlassen und haben bei der Leipziger Straßenzeitung angefragt. Der ist jetzt in Leipzig, arbeitet jetzt bei dieser Straßenzeitung mit. Und ist sowas von glücklich. Weil ich meine, das ist natürlich für solche Leute, die müssen auch aus ihrer Umgebung ja. raus. Die müssen da weg. Weil ich meine, das ist auch so eine Geschichte, wenn die jetzt im hans Sachshaus drüben, lang trockener Stock hin oder her, aber wenn einer, ich, ich habe die Fälle bei mir gehabt, wenn der jetzt entgiftet ist, und selbst wenn er, wenn er bei der Therapie wäre, und er kommt er zurück und wohnt da, wo sie um ihn rum saufen wie die mhm. Blöden, dann hält der nicht lange durch. Ja. Das ist einfach Fakt. Bei mir in der Jugendhilfe gibt es ganz oft die Überlegung, ja, wenn der jetzt 300 Kilometer entfernt ist in einem Heim, dann äh, hat er sein Umfeld nicht mehr und kifft deswegen nicht mehr. Ich sage dann meistens, naja, ähm, ja, Lieschen ja. Müller heißt halt 300 Kilometer weiter Fränzchen Meier oder wie auch immer. Also, die finden sich ja. Aber klar. natürlich ist das es ist einfacher, ist dann Nein zu sagen. Aber es ist, er, er ist nicht automatisch mehr in der gleichen Klicke. Ja. Er muss sich ja erstmal wieder eine Klicke aufbauen. Und wenn er kopfmäßig sich sagt, ich meine, der war halt so reif und mhm. auch so intelligent, er wollte ja weg davon. Nur das ja. ist eigentlich fast unmöglich wenn du dann, sage ich jetzt mal, noch eine Beziehung führst mit einer Frau, die dann selbst auch äh, abhängig ist. Mhm. Und dann natürlich auch das ganze die ganze Clique, in der du mhm. dich bewegst, auch überall. Du kennst ja eigentlich nur die Leute aus der Szene sozusagen. Und dann wird's halt verdammt schwer. Ja. Und da bist du halt, wenn du jetzt neu irgendwo hinkommst und hast eine neue Aufgabe auch und so. Und ich, ich du, du meidest dann natürlich auch automatisch mhm. ein bisschen, ja. Der ist jetzt zum Beispiel von Alkoholikern dort genauso umgeben. Ich gehe davon aus, dass die Leipziger Straßenzeitung ganz ähnlich strukturiert ist wie ja. die Stuttgarter. Ja. Also da ist nicht viel Unterschied. Aber ja. wie gesagt, er, äh, er, er, hat da halt, er kennt keinen so tief am Anfang. Ja. Und wenn, je länger man durchhält, umso leichter ist es. Man, ja. man, ist ja immer, das ist, man sagt ja immer, das sagt übrigens auch unser Stadtführer, der kein Held daraus macht, dass er Alkoholiker ist, der war sehr alkoholabhängig und sagt im Übrigen auch, wer nicht zu war gekommen wäre, würde schon längst nicht mehr leben. Mhm. Den hat seine Frau zu war geschleppt. Und äh, der hat halt auch freiwillig, der, der ist jetzt seit 15 Jahren trocken, trockener Alkoholiker. Mhm. Aber er sagt es auch ganz bewusst. Er sagt, ich bin trockener Alkoholiker, weil wenn ich Alkoholiker bin, bin ich das mein Leben lang. Ja. Ist nur der Unterschied, ob ich trocken oder nass bin. Und nur die trocken die ist Themen, es halt wesentlich besser. Ja. Und die Themen, die, über die man dann reden kann, ändern sich vielleicht auch. Also das ist halt bei meinen Jugendlichen, wenn wir angucken, wer kifft, was für Musik die hören, was für einen Kleidungsstil sie haben. Mhm. Ähm, die laufen ja quasi wie mit dem Reklameschild rum. Ja, Und, klar. Äh, bis da auf dem Schild mal irgendwas anderes steht, das dauert natürlich, ja, natürlich klar. Äh, ein Stück weit. Wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, wie war zu den Kunden kommt, mhm. wie war zu den äh, ähm, Zwischenhändlern in Anführungszeichen zu den Verteilern kommt, mhm. aber wie die Artikel introd war kommt, das haben wir, glaube ich, noch nicht erörtert. Schreibst du die alle oder? Nein, um Gottes Willen. Das, das wäre ja langweilig, wenn ich das die alles schreiben würde. Zwischenhändler verkauft. Die erste Ausgabe, die habe ich in der Tat selber geschrieben unter, glaube ich, sieben oder acht verschiedenen Namen, weil damit es nicht gleich so auffällt, dass alles aus dem ist. Aber es ist auch langweilig ganz einfach, weil jeder, äh, auch ein, 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 ein geschulter Redakteur hat natürlich immer seine Handschrift und hat seinen Stil und es ist immer viel viel besser, wenn da mehrere Leute, wir arbeiten wie jede äh, Monatszeitschrift sozusagen, also wir haben, äh, ich habe jetzt bei mir im Haus im Moment äh, noch äh, einen festangestellten Redakteur zu 100 Prozent und demnächst noch eine zweite äh, Redakteurskraft, die aber zu 50 Prozent nur oder 75 Prozent arbeitet. Und ich mache ja viele andere Dinge auch mhm. zwischenzeitlich, leider, weil ich schreibe euch sehr gern. Aber äh, schreibt natürlich schon auch ab und zu natürlich noch ein paar Sachen. Äh, aber ansonsten haben wir eine monatliche Redaktionskonferenz und das sind dann freie Redakteure. Die meisten kommen schon aus dem Journalismus, wobei mhm. bei uns auch natürlich Verkäufer zugelassen sind. Also, mhm. wir möchten ja auch, dass die berichten. Die kriegen dann maximal ein bisschen Unterstützung. Aber nur na natürlich, was sie wollen. Ja. Wir machen ja zum Beispiel im August regelmäßig immer eine reine Verkäuferausgabe. Also, mhm. da wird, schreiben die, da machen die das Thema auch. Ich will die Themen haben, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Mhm. Du musst es natürlich ein bisschen drauf gucken, weil du musst es presserechtlich und so weiter. Ja. Und es muss natürlich, du musst man, denen muss man auch helfen. Viele haben zum Beispiel auch oft tolle Themen, nur die haben dann das erst gar nicht so sich geoutet, weil. Die, der, der, hat zum Beispiel einer, der hat halt, der ist Legastheniker, der hat halt ein Problem mit der Rechtschreibung Das ist hey, scheißegal, das sieht keiner, außer mir. Ich lese mir das durch und im Zweifelsfall frage ich dich und dann wird es korrigiert und ich kann dir auch ein bisschen stilistisch helfen und so, damit es mhm. ein bisschen runter klingt und so weiter. Aber ich, er kriegt es dann immer zum Lesen. Es ist, ich will seinen Artikel nicht meinen, ja. ja? Und, äh, und dann aber halt, wie gesagt, sind natürlich auch viele Redakteure, die halt bei der Esslinger Zeitung, bei, bei was weiß ich, bei der Nürtinger Zeitung haben wir jemanden, dann halt bei anderen von Lift und was weiß ich, aus allen möglichen Ecken haben wir halt Leute, die dann halt Trott war auch unterstützen und die schreiben dann halt auch, manche ehrenamtlich, manche auch, also aber ich will auch, dass die Leute, die schreiben, auch bezahlt werden, die kriegen ein Honorar bei mhm. mir. Also, wird halt ganz normal. Das ist natürlich als freier Redakteur ist man überall, sage ich jetzt mal, ist man ja, ist man working poor. Das war ich auch schon, als ich dann, also während meiner Ausbildungszeit. Ich erinnere mich, da hatte ich mit einem relativ bekannten Redakteur, mit dem Peter Kemnitzer vom SWR damals. Hatten wir eine Ge für Geo eine riesen Reportage gemacht? Ich glaube, mit zehn oder zwölf Seiten, dass ich, man weiß, Gott, wie oft in Südschwarzwald waren. Da ging es um irgendeine stillgelegte Silbermühne. Haben, ich weiß nicht, wie viele tausend ASA-Filme damals verschossen und was weiß ich. Und haben das Ding geschrieben. Und dann, da war ich, wie gesagt, noch Anfänger. Da sagte ich dann zu dem Peter so: äh, als Das wird jetzt gedruckt. Und Peter, was machen wir denn? Mit dem Honorar teilen wir uns das und was weiß ich. Und so dann sagt: Peter, nee, das schenke ich dir. Und er sagt, Nee, das will ich nicht. Also wir haben es dann ja zusammen gemacht. Und so, er hat die Fotos gemacht, ich habe dann, meisten meiste einen Text geschrieben und er sagt vergiss es, das schenke ich dir wirklich. Und das war dann wirklich so, also wir hatten dann für das ganze Ding, glaube ich, damals 180 Mark gekriegt. Das haben wir also dann, da haben wir beschlossen, wir sind dann, Dägerloch oben gibt es ein paar so Kriechen im Freien, das war im Sommer. Da sind wir da hoch und dann haben wir so an einem Abend verprasst, hm. sozusagen, da haben wir dann so, also verfressen und versoffen die Kohle und äh, wie gesagt, da ist man immer working Poor und wenn du da, ich hatte dann auch bei denen damals angerufen, bei Geo und sagte dann damals noch äh, wieso kriegen wir denn so wenig und das so Wissen Sie, wenn Sie in Geo veröffentlichen, dann können Sie Ihren journalistischen Ruf aufbauen ja. und so. Da baue ich also den Ruf auf. Und wenn du bei einer kleinen Zeitung wie Trottwader so schaffst, die ja dann sogar noch mehr zahlen als andere. Aber auch da, die haben die Kohle nicht, um da halt was weiß ich, Reichtümer zu bezahlen. Aber wir bezahlen was dafür. Und das sind dann schon natürlich auch zum Teil gestandene Redakteure, gute Leute. Mich interessieren halt viel mehr, können Sie soziale Themen liefern. Weil ich möchte auch... Themen, Themen haben die auch strittige Themen zum Beispiel, auch die halt auch sozialpolitisch und so ein bisschen angefasst werden. Und mich es immer jedes Thema, egal welches Schwerpunktthema. Was hat das für einen Bezug zu Obdachlosen, zu sozial benachteiligten Menschen, zu behinderten Menschen mhm. und so weiter? Und äh, wie, halt, was bedeutet das für die und so? Das ist immer so mein, mein Fokus bei mhm. der Geschichte. Wie gesagt, hat jedes, jedes Monatsblatt hat ein, ein Schwerpunktthema. Und, und insofern, also mein so insgesamt sagen die Leute, sie sind eigentlich. Ja, insgesamt kriegen wir eigentlich mehr Lob als, als Tadel. Tadel muss auch sein, ist ja auch gut für, für ein Blatt. Und, und es gibt natürlich auch Tadel, den ich nicht sehr ernst nehme. Also beispielsweise habe ich jetzt zweimal irgendwie eine Mail bekommen von irgendwelchen Leuten die es nicht so schön fanden, dass jetzt gerade bei dieser Landtagsgeschichte die AfD da irgendwie rechts runtergefallen ist. Aber ich kann ja nichts dafür. So ein Blatt hat endlich Spalten. Und ich meine, irgendwann rechts, da, da kam halt. Und es liegt ja jetzt auch nicht an, an dir, dass die AfD die falschen Inhalte hat, oder? Also, die, die, können, die ja, könnten eben. ja auch mal was für dein Klientel tun, dann könntest du einen Artikel schreiben. Aber ja, aber so das, halt nicht. das war in der Vergangenheit sogar schon so verschlafen. Ganz am Anfang, da war es natürlich noch irgendwie Republikaner oder sonst irgendwelche ja. Idioten. Die haben dann, die haben dann damals irgendwo, das hat mich immer, immer geärgert im Gemeinderat, im Sozialausschuss, wo ich halt journalistischen Gründen hingegangen bin haben die immer meine Anliegen unterstützt und mhm. das hat mich sowas von geärgert und die haben uns dann irgendwann dann sogar so Wohnungen angeboten in Stuttgart-Rohr und da dachte ich immer, was, was ist denn da der Hintergrund, warum machen die das mhm. und so? Aber es ist eigentlich logisch, warum sie das machen. Wählerpotenzial akquirieren, mhm. gerade bei sozial benachteiligten, ja. weil da gibt es natürlich eine klare Hackordnung und da kannst du natürlich mit so Proletensprüchen natürlich landen bei vielen, die sehr enttäuscht sind und gefrustet und dann noch... Meistens im Tran oder so, da landen die natürlich genau mit ihrer, mit ihrer Scheiße. Und deshalb kriegen die so eine Menge Stimme, was mich sehr ja. ärgert. Und man kann ja dann auch immer toll spalten. Richtig, so. ja klar. Die Ausländer unterstützen, die Obdachlosen nicht, die Obdachlosen so unterstützen, die Rentnerinnen nicht, die ja, Rentnerinnen so unterstützen. Genau ihr. so kommen die ja, natürlich. Ja. Aber da geht es so letztendlich um nichts anderes als sich Wählerpotenzial. Ja, ich meine, genau. das sage ich Spalten. auch immer meinen Leuten. So immer. Leute, ihr würdet euch umgucken, wenn die regieren würden, wie es euch gehen würde. Hm. Denkt mal an Adolf Hitler. Ja, <laughs> ja ich meine, soweit muss man jetzt gar nicht gehen, aber wenn man das äh, Arbeitslosengeld abschaffen will, weil du kannst ja, solange du arbeitest, was auf die Seite legen. Äh, ja, <laughs> wenn du genug verdienst, machst eh. Und äh, wenn nicht, dann. Und wenn du nicht so krank bist. Ja, denkst Ich meine, das nicht. ist auch immer so diese Diskussion mit Hartz IV. Ne? Ich, mein, ich kenne das jetzt gar nicht im Moment. Was weiß ich, 450 Euro oder sowas äh, kriegst du im Monat. Jetzt stell dir vor, ein Mensch, der wie ich zum Beispiel, also ich meine, ich verrauche ja schon so viel im Monat. Mhm. Ich meine, ganz abgesehen davon, das müsste jetzt nicht, okay, ja. können man ja sagen. Aber äh, ich meine, das soll für alles, für Essen, trinken, für Kultur. Kleidung, Kultur, Weiterbildung, für all das soll das LKMV. reichen. Äh, öffentlich, ja, genau. Also das, das kann und ja. Und noch was auf die Seite legen. Und dann muss ich mir genau, ja. weil es ja so diese, diese war ja auch dieser neue Gedanke, dass man das erhöht hat und gesagt, hat, ja, natürlich, ja. wenn du dann kommst mit einer Waschmaschine, ja, hier, du hättest dir jedes Mal so viel wegsparen können, hättest ja. dir eine neue Waschmaschine gekauft. Ja. Also, was für ein Schwachsinn. Genau. Und ich meine, Menschen, die natürlich auf der Straße, die, wie auch gesagt, Menschen sind auch nicht freiwillig suchtkrank. Ja. Es gibt einen Grund, warum Menschen saufen. Es gibt einen Grund, warum Menschen heroinabhängig sind oder so. Da gibt es immer Gründe dafür. Ich will das jetzt nicht beschönigen oder sowas, aber man muss da helfen. Das ist nicht. Das ist auch nicht so, dass die dann, die haben natürlich irgendwann mal aus Neugier vielleicht angefangen mit dem Scheiß, aber irgendwann kommen sie halt nicht mehr weg davon und würden heute zum Teil liebend gern wegkommen. Und auch da, da bin ich auch stolz. Wir haben zum Beispiel gerade bei diesen Flughafenleute. das haben wir ganz ursprünglich mit fünf äh, substituierten Menschen, also die Methadon substituiert waren oder Polamidon substituiert. Und da muss ich sagen, da muss ich auch sagen, von denen gut, da ist einer ausgeschieden und wurde ersetzt durch einen nicht äh, substituierten Menschen. Aber äh, von den restlichen vier, da ist jetzt grad, sind gerade mal noch zwei, die noch in der Substitution sind. Substitution sollte man vielleicht kurz erklären. Substitution heißt einfach zwischen Ersatzmittel, damit die Menschen ja. normal arbeiten können. Die kriegen statt Heroin Methadon oder Polamidon oder es gibt auch noch was anderes einfach damit die funktionieren, wobei man dazu sagen muss, das ist halt, erzeugt halt nicht diesen Rausch sozusagen, mhm. wie beim, wie beim Heroin, ist aber genauso gesundheitsschädlich im Übrigen, also man, mhm. man stirbt da genauso früh dran, äh, es ist also nicht, weiß nicht besser, aber es ist einfach eine Methode, um vielleicht vom Heroin irgendwann wegzukommen sozusagen. Indem man dann halt diese Dosis eine gewisse Zeit Höchstdosis und dann minimiert man die Dosis allmählich und so soll man halt langsam sozusagen aus diesem aus diesem Heroingebrauch und 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 äh, Beigebrauch herauskommen und äh, das ist Substitution und das, da bin ich auch stolz darauf, dass ich das gerade mit den Leuten, weil für die ist es viel viel schwieriger äh, sozusagen acht acht oder zehn Stunden durchzuhalten und zu funktionieren und die haben äh, wie gesagt, da haben wir jetzt also von, von, von vieren, äh, sind zwei, die noch substituiert wurden, zwei sind ganz weg und die andere, einer wird demnächst praktisch mit, mit, äh, auch mit der Substitution aufhören können. Das ist ein wahnsinniger Erfolg. Auf jeden Fall. Und das, ist auch, und das danken dir eben natürlich auch die Menschen, weil sie es wahrscheinlich ohne die Hilfe und ohne den Job nicht geschafft hätten, weil... Da brauche ich auch eine Perspektive, Wo, wozu mache ich sowas. Ja, dann, viele sagen auch, da entstehen Depressionen bei vielen, die dann sagen, ja, dann setze ich mir halt einen goldenen Schuss, dann bin ich weg vom Fenster oder sowas, weil das Leben ist eh scheiße. Und den Menschen wieder so einen Lebensmut zu vermitteln und, und, und so ein Durchhaltevermögen und sowas. Das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass solche Leute das geschafft haben. Und die sind natürlich wahnsinnig dankbar. Das meine ich mit, mit dem auch was zurückkriegen. Wenn du dich für die Leute engagierst, kriegst du unglaublich viel zurück. Und sie erstmal Würde. Wenn man Würde hat, dann kann man auch leicht wieder teilen und weitergeben. Das kann man ganz gut hätte ich, eigentlich hätte ich so einleiten müssen mhm. mit Friedrich Schiller, bin ein unglaublicher Schiller-Fan, die Räuber. Äh, der sagt: Die Würde des Menschen ist in eure Hand gegeben. Sie sinkt mit euch. Mit euch wird die Gesunkene sich heben. Ja. Schiller kann man es nicht sagen. Auf jeden Fall. Ich habe mich vorhin äh, vor die Wahl gestellt zwischen Schiller und Goethe für Goethe entschieden. Hätte ich das mal <laughs> vorher gewusst und auswendig gelernt. Ich hätte es zitiert. Ja. Ja, man könnte es auch lustig sagen, ne? man, man könnte es mit Erich Kästner sagen, die Entwicklung der Menschheit. Ich weiß nicht. Soll ich es wirklich Gerne. zitiere? Ja, mach ich gern. Aber ne, einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Doch es herrscht noch immer derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie teilen Atome, sie heilen Inzest und sie stellten durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen. So, schöner kann man es fast nicht formulieren. Erich Kästner. Ja. Gibt es auch äh, Kreuzworträtsel im Trottoir? Ja, gibt es auch. Immer so ein ganz witziges, da hatten wir übrigens auch einen Esslinger. Äh, ein Esslinger Kreuzworträtsel, der, der dann leider irgendwann äh, aufhören musste, auch altersmäßig und so. Aber das war schade, den haben wir eigentlich lang bekniet, weil da haben wir ganz, ganz viele Laserzuschriften gekriegt, die wollten immer das wieder haben, mhm. weil der das halt viel witziger noch gemacht hat. Weil der es jetzt macht, der macht das auch gut, ganz sicher. Und versucht es halt auch in der Manier zu machen, aber der, Einf der war einfach genial. Da muss ich immer so um die Ecke denken. Also es ist kein normales Kreuz, also es ist schon ein bisschen ein anspruchsvolles, sage ich jetzt mal. Aber wir haben ja auch anspruchsvolle Leser. Auf jeden also Fall. Gibt es natürlich, und es gibt sogar so ein Doku oder so. Ich habe mich jetzt nie groß mit den Dingern befasst ja. und so, aber das haben wir schon immer drin. Ja. In die Zukunft schauend. Also, letztendlich ging es mal damit los, dass man eine Zeitung hat, die man verteilt, dass man guckt, dass die Menschen davon leben können, dass man dann ähm, eine Redaktion hat oder ein Gebäude hat, wo man nicht mehr vertrieben werden kann. Ähm, du hast im Vorgespräch angedeutet, ihr habt schon die eine oder andere Wohnung bekommen können, die mhm. ihr Menschen zur Verfügung stellen könnt unter dem äh, Mietpreisspiegel. Genau. So. Also, wir haben eine geerbt, ganz einfach von einer treuen Leserin, die leider verstorben ist. Und wir haben jetzt sogar ein Dägerloch ein Haus gekauft, auch, also so ein Dreifamilienhaus mit fünf Wohneinheiten drin, sozusagen. Das liegt einfach daran, das haben wir sehr kostengünstig gekriegt, weil da ist eine unserer Verkäuferinnen drin, die betreut werden muss, aus mhm. psychischen Gründen. Und eine ganz liebe. Und da, 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 das wollten sich dann ihr Betreuer und noch ein paar Leute unter den Nagel reißen und da haben wir, da haben wir, sind wir Gott sei Dank eingeschritten. Und jetzt hat es halt Trottwahr gekauft, auch auf ihren Wunsch. Und äh, das haben wir deshalb günstig gekriegt, weil sie ja ein lebenslanges Wohnrecht drin hat. Das minimiert natürlich den, den ja. Wert sozusagen. Und, äh, und dadurch haben wir natürlich jetzt vier Wohnungen sozusagen da drin frei. Also sie bewohnt natürlich eine und wird ja wie gesagt betreut nach wie vor. Äh, und wir, wir kriegen jetzt halt sozusagen diese diese vier Wohnungen, und da haben wir, haben wir jetzt halt, die, das sind wir gerade am renovieren. Und dann ähm, können wir da halt äh, vier, also in dem Fall sogar drei Familien und äh, eine Einzelperson sozusagen in den vier Wohnungen unterbringen. Und die werden natürlich weniger als äh, diese sozialen Mietwohnpreise bezahlen bei uns, ist ja klar, sind ja unsere Leute sozusagen. In mein war ich versucht, natürlich auch so ein bisschen Familie zu sein für die Menschen. also Weil die halt auch, weil oft sind sie auch, wenn man so in der Obdachlosigkeit ist, sind manche sehr, sehr einsam. Und äh, von dem her. Ja, also zumindest wenn sie mal aus diesem saufklan und so weiter da rausbrechen wollen und wollen. Es gibt ja durchaus äh, Menschen, wir haben auch Menschen, die, 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 was weiß ich, abgestürzte Akademiker und sowas sind und so, die dann manchmal da gern rausfliehen würden und eigentlich nicht können. Das ist so ein Teufelskreis. Wenn du da mal gefangen bist, das ist halt, äh, ich meine, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Das, das ist so. Das fängt damit, wenn, wenn du halt irgendwann aus welchen Gründen auch immer deinen Job verlierst und dann anfängst zu saufen aus Frust oder sowas, dann, dann verlierst du die Wohnung und dann fängt ein Teufelskreis an, weil äh, ohne Wohnung kriege ich keinen Job und ohne Job kriege ich keine Wohnung. Ja? Ja. Und der kann ja auch nichts mehr finanzieren. Und deshalb ist das natürlich das ist nur ein Tropfen natürlich auf einen heißen Stein. Wir hätten da gern noch viel mehr, aber vielleicht können wir ja dann auch dank vieler Spender und Sponsoren dann auch äh, irgendwann vielleicht sogar noch größer einsteigen. Ja. Ja? Ich meine, es ist ja auch ganz witzig, dass zum Beispiel der Automobilhersteller Porsche, Trott war schon immer am, also die haben zum Beispiel unsere Theaterarbeit von Anfang an ernst genommen und gefördert. Sonst hätten wir das Theater eigentlich auch gar nicht so initiieren können, wie wir es gemacht haben. Und die sind bis zum heutigen Tag also unser größter Förderer, muss man ganz klar sagen. Also Porsche gibt jedes Jahr ziemlich viel Geld. Die haben uns jetzt auch in der Corona-Krise über 100.000 Euro zukommen lassen. Und das ist natürlich schon richtig Geld dann. Ne? Auf jeden Fall. Und was wir jetzt halt auch noch, wir machen ja immer wieder was Neues, natürlich auch zusätzlich. Wir haben ja dann ganz neu jetzt seit, seit zwei, drei Jahren, haben wir eine eigene Kunstgalerie, in der wir Werke etablierte Künstler haben, natürlich meistens mit sozialkritischem Inhalt. Und aber auch von sozial benachteiligten und witzigerweise viele dieser etablierten Künstler schulen die einzelnen Leute. Also wenn man zum Beispiel einen Kirchenmalermeister, der schult äh, obdachlose Menschen, also nicht nur Drottwareverkäuferinnen und Verkäufer, mhm. sondern überhaupt aus der ganzen Region Stuttgart, äh, die, der schult die in, in Malerei. Dann habe ich einen, einen Bildhauer, der, der halt... Äh, Zumindest mal zwei Personen halt schult in, in, in Werken mit Stein und dann eben auch bis zum Bronzeguss. Mhm. Ich selber war jetzt schon zweimal mit mal Ehrenamtliche zusammen im Steinbruch da bei Heidenheim in der Nähe und haben da dann halt mit mir, auch mit zwei Steinmetzmeistern, die ich dafür bezahle sozusagen, das zweite Mal dann immer Freizeitheim. Da, da wohnen wir also im Steinbruch sozusagen, mhm. haben wir gezeltet. Und ich habe dann halt mit dem Ehrenamtlichen gekocht und halt das Werkzeug besorgt und so weiter. Und dann stellen wir da so Pavillons auf und die Arbeitstische und Steine bringen wir natürlich mit und das Werkzeug. Und dann haben die da halt gemeißelt und gemacht und, und haben da eigene Skulpturen geschaffen, die wir in der Galerie dann natürlich auch verkaufen. Und die verkaufen wir und die können wir auch vermieten. Und ich hoffe jetzt halt immer noch drauf, dass wir irgendwann einen ganz großen Künstler finden, so wie. Das habe ich ein bisschen geklaut, die Idee. Das haben die Düsseldorfer Straßenzeitung 5050. Äh, der, der, der Typ dort, der, hat einen, der Hubert Ostendorf, der hat einen ähnlichen Werdegang wie ich. Der mhm. ist also auch Kunsthistoriker und Germanist, so wie ich eigentlich von Haus aus. Und äh, hat dann eben auch Journalismus gemacht und, und hat, hat dann auch in, bei der Tageszeitung gearbeitet und hat dann die Straßenzeitung dort mitgegründet. Und der hat aber schon vor 15 Jahren so eine Kunstgalerie gegründet, genau nach diesem Beispiel. Mhm. Und die haben sich zwischenzeitlich so etabliert. Ich habe da mal ein paar Sachen ausgeliehen. Für einen Prof aus, aus, aus Esslingen übrigens, mit dem wir dann halt so eine Kunstausstellung mit Werken von obdachlosen Menschen äh, gemacht haben im, im Württembergischen Kunstverein. Und, äh, und da haben wir halt, da habe ich den halt mal so nebenbei gefragt: äh, Mensch, Robert, äh, lohnt sich das eigentlich, was ihr da macht mit der Kunst und so? Das ist auch ein Riesenaufwand. Und dann sagt er: Helmut, ich kann es dir nur anraten, mach das auch. Wir verdienen zwischenzeitlich mit der Kunst das Zehnfache wie mit der Straßenzeitung. Mhm. Das ist auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch gut. In dem Moment ist alles gut. Kohle stinkt nicht. In dem Moment, wo sie sozial eingesetzt wird. Und genau das machen wir ja auch. Letztendlich haben wir, hat es jetzt eben auch schon ein bisschen dazu beigetragen, dass man ein Dägerloch dieses Haus kaufen konnte. Es hat natürlich immer noch trotzdem noch Geld gekostet. Ja. Aber und das möchte man eigentlich im ganz großen Rahmen machen. Vielleicht werden wir ja richtig mal so die richtigen Immobilien her, die dann möglichst viel Wohnraum kaufen, aber natürlich um es an sozial benachteiligte Menschen zu geben und nicht auf zehn Jahre gebunden, sondern dauerhaft. Und damit nachhaltig die ganzen Mietpreise zu senken. Ja, bei uns auf jeden Fall. Also da wird es diese Mietpreise ja. nicht geben. Ne? Altstadtrat Werner Bolzhauser, für den ich 2016 nachgerückt bin, im Gemeinderat, hat sich ja irgendwann mal mit einem großen Rucksack auf einem Floß neckaraufwärts begeben in Richtung Bonn, um für Erwerbs- und Obdachlose eine Lanze zu brechen und darauf aufmerksam zu machen, dass es die auch gibt mhm. und dass man mit viel Öffentlichkeit für die auch Gutes bewirken kann müssten eigentlich viel mehr Obdach- und Erwerbslose im Moment auf die Straßen gehen, ja, mit, mit oder ohne Maske, aber all die Kurzarbeiterinnen, die es gerade gibt, die gekündigt worden sind, die Gastronomen die und, Kulturschaffenden, und deren Beschäftigten Kunst und Kultur. Eigentlich ja. müssten doch alle auf die Straße gehen so und es. sagen: Hier, wir sind zwar nicht Lufthansa, aber wir wohnen hier und wir wollen auch ein Stück von dem. Kuchen. Ja, ganz klar, weil ich, also ich meine, wie gesagt, das ist auch so eine Erscheinung dieses Turbo-Kapitalismus, glaube ich. Äh, auch äh, zwischenzeit begreifen sie ja auch immer mehr Bürger, dass sie im Grunde genommen dass, dass das so nicht lange mehr gut gehen kann, sozusagen, wenn, wenn keine Umverteilung an, an, an Geld stattfindet ne? Weil, oder an, an, an Eigentum oder sowas. Weil, äh, wie gesagt, es gibt ein paar wenige, die immer reicher werden und eine immer breiter werdende Masse, die immer armer wird. Und im Grunde genommen das ist ja eigentlich auch klar. Ich meine, die obdachlosen äh, Menschen und überhaupt sozial benachteiligte Menschen, die von Hartz IV leben müssen oder von Grundsicherung. Die, werden, die sind ausgepresst, da kann man immer mehr, selbst, und selbst da versucht man ja dann mhm. noch, noch irgendwie, sage ich jetzt mal, noch, also denen noch irgendwo die Kohle zu kürzen, ne? denen irgendwelche Vergehen anzulasten aber zwischenzeitlich trifft es doch auch schon den Mittelstand, den kleinen Mittelstand, der immer mehr verarmt natürlich, weil das ist klar, das ist die, die zwangsläufige Erscheinung des Kapitalismus, dass eine Monopolbildung stattfindet, die dann halt irgendwann alles schluckt und dann natürlich auch alles kassiert sozusagen. Und ich meine, eigentlich müsste vernünftigerweise, müssten alle Bürger in Deutschland aufstehen und müssten auf die Straße gehen und müssten feststellen, dass wir eine solidarische Gemeinschaft sein müssten. Mhm. Obdachlose, Arbeiter und sogar Mittelständler. Ja gegen die großen Konzerne, weil ich meine, das weiß man auch, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, äh, die große Politik machen ja letztendlich eh die Konzerne. Ja, und weißt du, wer das schon kapiert hat? Grün und schwarz. Und weißt du, welche Konsequenzen gezogen haben? Sie haben das Polizeiaufgabengesetz zweimal innerhalb von einer Legislaturperiode novelliert. Ja? So, die haben, glaube ich, so richtig Angst mittlerweile ja, vor den Menschen, die feststellen, hey, irgendwie werden wir doch nur noch verarscht so ist es und, und das finde ich halt auch schade und wie gesagt gerade in dieser Pandemiezeit muss ich leider schon wieder auf dieses leidige ja. Thema man kann es zwar schon immer höher zurückkommen aber es ist halt so die, die sozial benachteiligten Menschen sind halt die die es am härtesten trifft im Grunde genommen und die halt da dringend Hilfe brauchen und so mhm. und ich meine wie gesagt aber und ich glaube da haben sie berechtigt Angst davor weil äh, es gibt immer mehr Menschen die sich dann tatsächlich auch solidarisieren das mag ich, ich bei Trott war. Also uns hat das, wir hätten dieses Haus nicht kaufen können. Klar, hat natürlich, wie gesagt, auch Porsche sehr viel Geld gegeben, aber äh, auch viele Bürger. Also das Spenden, wir haben zwar auf der einen Seite bestimmt 350.000 Euro weniger eingenommen, als wir zu Nicht-Pandemiezeiten ja. eingenommen hätten, aber äh, wir haben auch deutlich mehr Spenden bekommen aus der Bevölkerung. Mhm. Das ist für mich ein ganz klares Solidaritätszeichen. Ne? dass man die Sache unterstützt, man will trotzdem, dass es auf jeden Fall erhalten bleibt und man findet es natürlich auch gut, also denke ich, die, die Mehrzahl der Leserinnen und Leser, die, die überwiegende Mehrheit wird es mit Sicherheit gut finden, dass die Leute eben auf der Straße sozusagen... Äh, Trott war verkaufen und dass da, dass da halt auch, dass denen halt auch geholfen wird, sozusagen. Ne? Und, und, äh, und, und solidarisieren sich mit, mit dieser Geschichte und, und merken halt auch, dass sie verarscht wurden letztendlich. Ne? Ich meine, das ist ja fast schon manchmal fast schon ein bisschen bemitleidenswert, wie dieser Jens Spahn und solche Leute, wie die da rumkaspern. Und ich meine, das ist ja kein einfacher Job mit diesem, ja. ganz klar, ich will, wollte das nicht machen müssen und so das managen. Aber das, das ist doch unsäglich. Was da immer von Meldungen kommen. Und im Grunde nochmal, auch diese ganzen Gebote und so, das kannst du ja bald nicht mehr einhalten. Ja. Du weißt schon ja bald nicht mehr, was, heu, heute gilt wieder was anderes als gestern, weil heute ist ein anderer Inzidenzwert und äh, da du blickst ja bald gar nicht mehr durch. Das ist so. du was man darf und was alles, man nicht darf. Ne? Alles falsch machen. Und das, das regt mich auch <laughs> maßlos auf. Ich meine, bei deinem Klientel, mit 50 Euro kommen die locker über die Woche oder auch zwei. Und wenn der 50-Euro-Schein zu weit außer der Hemdtasche von jemand anderem liegt, dann greift man vielleicht auch zu. Ist nicht schön, aber irgendwie verständlich. Ist eine Überlebensstrategie ganz einfach. Während, während jetzt Menschen, die ja wirklich weich gefedert sind, die 70.000, 100.000 Euro übrig haben, um überhaupt ein Bundestagsmandat zu bekommen bei CDU und CSU, ja, die sitzen drin, versteuern dann. 660.000 Euro, die sie nebenher machen, nicht. Ähm, und die erste Reaktion ist nicht zu sagen, oh Scheiße, ich habe missgebaut, sondern so, ja, aber mein Mandat will ich behalten bis zur nächsten Wahl, weil ja, sonst ja, hört es ja auf mit dem weichgebettet sein. Ja, diese, dieses Masken vermitteln so ja, zum Beispiel ja. und so und dann zu sagen, ja, das ist eine übliche Provision, die ja. da. Also ich meine, darf ja, dafür muss man ja sagen, versteuern. Ne, das ist einfach so vom Himmel gefallen. Also das ist ja. Ja. ja, und selbst wenn es eine übliche Provision ist, hat er trotzdem, die Leute haben ihr Amt missbraucht, ja. ganz einfach. Ganz genau. Weil du und ich können keine Masken vermitteln irgendwie ja. und kassieren dann äh, sechsstellige Beträge dafür ja. als Provision. Ich meine, so. das würde ich auch nicht wollen, abgesehen davon, ja. weil ich bereichere mich nicht an der Not anderer. Aber ja. das tun halt leider viele. Ne? Ja, vor allem das Schlimme ist ja, jedes Mal, wenn du jetzt deine FFP2-Maske aufsetzt, musste ja die Frage stellen, mache ich das jetzt für Corona oder für irgendjemand, der dafür gesorgt hat, dass ich dieses Ding genau, tragen muss Der Provisionen kriegt. Ja, ja, und damit ist das halt ähm, aus der Not anderer. Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, ob es Angstmacherei ist, ob das ein guter Grund ist. Man kann sich freuen, dass die Grippewelle nicht äh, existent war wegen diesen Masken. Aber dadurch hat es halt einen Beigeschmack, ja, der der ganzen Sache irgendwie abträglich ist. Das ist richtig, ja. Ja, klar, ich finde es auch. Ich finde es unsäglich. Ganz ja. klar, muss man sagen. Gut, ich meine, die haben ja auch ein. Soll ich doch auf dein Angebot zurückkommen. Mit dem Aschenbecher? Auf jeden Fall, ja. Herr Schmidt. Weil das ist. Ja, wir waren Pardon, ja, nicht Ich weiß, aber Harren ah, gibt ah, da ich, nicht. ich darf mich gar nicht bewegen. Ach so, wegen, scheiße. Wegen dann. dem Mikrofon, aber. Ähm, Vielleicht bringt mir jemand. Ja, genau. unsere Komparse. <laughs> danke. <lacht> oh, vielen Dank. Du bist nicht Rauchenwasser. Nein, danke. Oder? Du ich, hab, am, ich, ich, ich Du hab, bist nicht harm. Ich habe am 2. Januar 2020 aufgehört oh, scheiße, mit Rauchen ja, ja. davor. Ich mich dich jetzt drauf. Mach, das stört mich überhaupt nicht. Okay. Es war so, dass, dass wir im Finale am Mountainbiken waren und in den Pausen rauchst natürlich eine und nach der Pause radelst weiter und äh, weil das halt so zwar am Mittelmeer gelegen ist, aber zum Mountainbiken du dann halt durch die Wälder fährst, nach jeder Pause denkst du, oh jetzt geht's es Berg hoch, du spürst die Lunge und denkst so, oh, Scheiß, warum eigentlich? Ja klar. Und dann einfach noch und dann aufgehört. Und seither Gut. nicht eine angefasst, weil ich weiß… Wenn ich jetzt eine anfassen würde, es würde, glaube ich, wieder, keine, naja. keine 14 Monate dauern bis zur dritten Zigarette. Nee, das glaube ich auch. Und die erste bringt ja auch nichts. Das ist ja erst ab der zweiten spannend. Ich habe ich hab, ich hab das auch einmal geschafft, aufzuhören, allerdings nur ein Dreivierteljahr. Und äh, dann habe ich mich irgendwie hinreißen lassen, als ich da einen so in der Abendsonne im Sommer, im Sommer also Sommerabend so genüsslich ah, ja. so äh, inhalieren sah. Und dann dachte ich, ja, ich komme jetzt eine eine probier schon so und dann war es innerhalb von, ja. innerhalb von einer Woche habe ich mehr geraucht als vorher. Das ist so. Auf Kuba habe ich es geschafft. Da habe ich schon zweieinhalb Jahre lang nicht geraucht gehabt oder so. Dreieinhalb Wochen in Kuba durchgeraucht die guten äh, Zigaretten, schwarzer Tabak ohne Filter und danach dann wieder nicht. Also wenn rauchen, dann vielleicht nur auf Kuba, nicht hier, weil wer weiß, was drin ist. Und wenn dann eher schwarzer Tabak. Ja gut, so aber da, da bist ich kein Suchtrauer, weißt du? Das, ja. das ist der Unterschied. Ich bin, ich bin Suchtrauer. Ich mag das. Also das ist deshalb weiß ich, wenn ich von Sucht rede. Wenn ich, ich, bei mir ist es echt so, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe, ich trinke ein großes Glas Wasser, setze mir einen Tee an, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke Tee, Kräutertee. Aber äh, solange der zieht, gehe ich gleich mal auf die Terrasse und qualme eine. Also ich rauche nicht in der Wohnung, ja. sondern, sondern draußen. Macht mal, seit wir Kinder haben, meine Frau nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch einen behinderten Sohn. Aber wir machen das halt dann draußen. Ne? Auch im ja. Winter natürlich, klar. Ja. Aber das mache ich. Und ich, ich mag es halt, ich setze mich selbst dann raus, da rauche ich vielleicht weniger. Wenn ich mal wirklich mit grippal infiziert da niederliege oder sowas, mir tut alles weh. Ja. Ne? Und die Lunge, äh, die zerreißt schier. Ich, und weil die Bronchien irgendwie angeschwollen sind und ich gehe raus und rauche. Ja. Zwar deutlich weniger, aber ich rauche. Und das ist einfach die Nikotinabhängigkeit. Schön blöd, ja. ja. <laughs> genau. Ja, also wenn ich rauche, dann rauche ich auch. So eine Packle, ja, waren sie jungs, schwarz, hat ungefähr zwei Tage gereicht. Mhm. so deswegen lieber ganz oder gar nicht und im Moment noch äh, gar nicht ja gut wobei das ist schon ja noch relativ also meinst du die neueren Päckchen, die haben wir bis 30 Gramm oder so <laughs> also früher hatten sie ja 50 Gramm ja, dann 50 Zigaretten 40, Zigarette. 40 sind es glaube ich immer noch oder ich glaube 30 nur okay aber. auf jeden Fall krieg, kriegst du halt pro Gramm kriegst eine Zigarette raus und ja. <laughs> ich kenne es halt nur aus früheren Zeiten ich rauche ja jetzt aktiv ja. warum die aktiv ist habe ich bis heute nicht begriffen aber das ist äh, wahrscheinlich einfach weil man da nicht arbeiten muss ja, aber Und, das ist ja nicht aktiv, das ist ja passiv. Ja, <laughs> da war jemand anders aktiv. Achso, für ja, mich. Aber du verdienst ja auch weniger, wenn du freier Mitarbeiter bist. Egal ob jetzt als Journalist oder, stimmt, ja. oder in der Kunst. Es das gibt wahrscheinlich richtig. einfach äh, so, ja, ja. Wie, wie sozial schwach. Eigentlich ist ja jemand, der wenig Geld hat, nicht sozial schwach, sondern so, finanziell äh, schwach. Genau, materiell schwach. So, ja, ja, genau. Ähm, das sind einfach Sachen, denen wir dann auch auf den Leim gehen. Das ist ein Stück richtig. weit. Wir sollten von prekären Beschäftigten sprechen und nicht von <laughs> freien Mitarbeitern. Das ist richtig. <laughs> Vielleicht. Genau. Klar. Jo. Wollen ja. wir, äh, ich weiß gar nicht, ist eine gewisse Sendezeit vorgesehen? Oder? Eigentlich nicht. nicht. Eigentlich haben wir, also ich finde es total toll, dass ihr sagt, wir sind wie wir sind und wir bleiben unabhängig. Ja, wir äh, wes Brot sind. ich esse, das Lied ich singe mag gelten, aber nicht für uns. Mhm. Da sind wir ja eigentlich, haben wir eine große Schnittstelle zur Linken. Wir nehmen auch kein Geld aus der Wirtschaft. Wenn jemand was übrig hat, und ich glaube, das ist bei euch auch so, kann man es gerne spenden. Ähm, man kann bei uns aktiv werden, wenn man möchte. Wir freuen uns vor Ort. Am Wahlabend werden wir gucken, dass wir irgendwo präsent sind. Ähm, das vielleicht auch auf YouTube gestreamt, wenn es die Örtlichkeit zulässt. Von daher schaut mal auf dem YouTube-Kanal vorbei oder wenn wir wissen, wo und es gut für viele Menschen erreichbar sein darf in Pandemiezeiten, dann äh, guckt mal auf Facebook vorbei. Wir werden es dort posten. Du schreibst nebenher noch Theaterstücke, hast du mhm. vorhin erzählt. Mhm. Das vielleicht noch zum Schluss. Wann, wann gibt es das nächste Theaterstück? Ja, das ist jetzt halt auch, jetzt sind ja sogar die Proben zum Erliegen gekommen, mhm. ne? wegen dieser Corona-Geschichte. Also wir... Haben ein Ensemble und wir haben jetzt zum, zum Schluss, wir waren eigentlich mitten in der Spielzeit. Wir haben von Dario Faux äh, bezahlt wird nicht gespielt und äh, also auch sozusagen das Stück, was es müssen natürlich immer auch Stücke sein, die den Leuten unter den Nägeln gehen. Ja. Und da wir natürlich auch sehr unterschiedliche Begabungen, sage ich jetzt mal, haben, wobei ich, ich finde, die sind alle gut, äh, aber ich kann dann den Leuten. Wenn einer zum Beispiel sich schwer tut, Texte zu lernen oder sowas, dann kriegt er halt eine kleinere Sprecherrolle. Ja, mhm. Da kann der vielleicht dann gestisch, mimisch irgendwie viel mehr als andere oder so. Aber man kann den Leuten die Rolle auf, auf den Leib schreiben. Ja. Und äh, es sind natürlich immer Stücke, die natürlich auch die alle interessieren, die den Leuten wirklich unter den Nägeln brennen. Also das nächste Stück, wo ich gerade dran bin, ist, da heißt Venus der Gosse. Ist also da geht es um eben eine Frau, die sich lange prostituiert hat und dann eben auch so eine kleine so eine Pension aufmacht, um mit ihren Töchtern zu überleben da irgendwie. Und wo dann halt irgendwie auch so Mafia-Typen absteigen und so. Mhm. Und da gibt es dann halt die diversen Beziehungsgeschichten, die es da dann halt gibt und so weiter. Aber ich darf nicht zu so viel verraten. Und äh, es, hat natürlich immer, es ist natürlich immer ein zentrales, ein zentrales soziales Thema, was natürlich angesprochen wird. Wir haben auch, was weiß ich, Schiller To Go gespielt beispielsweise, das war Shitter To Go, Schiller wie gesagt, mein Favorit und äh, deshalb so ein bisschen mit Texten aus den Räumen, man glaubt gar nicht, wie aktuell das heute, ja. gerade heute ist und wie viel man da rausnehmen kann, einen ganz anderen Inhalt schaffen, aber wirklich die Sprache bei Schiller sozusagen ausleihen kann. Das ist ganz, ganz spannend gewesen. Da ging es halt auch ein Stück weit natürlich so eigene Geschichte. Also äh, die, das, es geht einfach um ein, ein, ein Theaterensemble, das sich so rausbildet. Da besetzen äh, Obdachlose ein leerstehendes Gasthaus sozusagen, in dem halt früher mal so eine alte verstaubte Bühne war und finden irgendein Manuskript und da, hey guck mal, da steht die Räuber irgendwie und uh, von einem... Fritz Schiller da irgendwie und was weiß ich und äh, und 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 da fangen sie halt dran zu lesen und da findet eine und einer ganz spannend und die anderen erstmal sind erstmal so gelangweilt und so die gucken erstmal ob es da nicht noch irgendwie Bier oder sowas gibt so aus Altbeständen und äh, und und dann fangen sie halt an sozusagen sie wollen das dann inszenieren und dann kommt halt die Polizei und was weiß ich und so also ganz, ganz spannende Geschichten. So, die, die natürlich dann, da geht es natürlich dann zentral um das Thema Hausbesetzungen. Wie legitim sind Hausbesetzungen? Mhm. Oder wie, wie äh, unsozial ist es, äh, Wohn, Wohnraum leer stehen zu lassen, sozusagen, ne, und nicht zu nutzen? Geht äh, ihr auf Tournee? Mhm. Das heißt, man kann Immer. euch auch buchen. Wir haben auch übrigens hier schon in der Württembergischen Landesbühne, und der ist ja. da, haben wir haben wir auch schon gespielt. Okay. Oder im Theaterhaus in Stuttgart und äh, natürlich auch schon im Staatstheater. Das mache ich auch ganz bewusst, weil, äh, wie gesagt, 2007 die Internationalen Laien der Herstellerpreis Baden-Württemberg gewonnen. Und wir spielen lieber viel lieber auf kleinen Bühnen. Mhm. Aber die großen brauchst du halt ab und zu, weil das so einen gewissen Aha-Effekt Weil das ist was, was man so einer Trottwar-Theater-Crew nicht, äh, nicht zutrauen würde. Mhm. Und, äh, und deshalb spiele ich es ganz bewusst dort. Und das war auch zum Beispiel der Schretzmeier, da habe ich mal, also eines der ersten Stücke haben wir da gespielt. Und da hat er mir eigentlich einen ganz schlechten Aufführungstermin gegeben, nämlich am, an einem äh, äh, Sonntagabend, und zwar die Spätvorstellung um 22 Uhr. Und war dann Bass, allerdings natürlich in dem Kleinstadting da, wo gerade mal was weiß ich, 100 Leute reingehen mit Aufstuhlen, Waren es dann 120 oder so. Und äh, da war ich dann schon stolz, weil das war um, um 20 Uhr, also war, als das Ding begann, äh, um 22 Uhr, als das Ding begann, war es ausverkauft. Und man musste 50 Leute nach Hause schicken an der mhm. und Dann kam der Schrezmeier auch gleich und sagte dann zu mir, oh, Mensch, Hemi, da, machen wir, äh, da machen wir nächstes Mal gleich das T4 und was weiß ich und so. Und dann sag ich, nee, das machen wir nicht, äh, war wir... Weil das können meine Leute auch gar nicht. Dann müssten sie mit Headsets spielen und so weiter. Das ist ein völlig anderes Spielen, weil du musst natürlich dann auch noch den ganz hinten erreichen. Also immer Raum, wo 500 Leute reinpassen. Das ist ein anderes Spielen. Ja. Abgesehen davon ist es mir viel lieber. Ich habe ein kleines Theater brechend voll, als ein großes Theater halb leer. Das ja. ist auch für die Psyche der der Spieler äh, ein bedeutender Unterschied. Das also auf jeden es Fall. Es ist ein gemischtes Ensemble aus Leute aus dem Umfeld von dort war und äh, sozial benachteiligten Spielern und Spielerinnen, die halt Lust haben und das sind dann viele, haben anfangs mitgemacht, haben dann gemerkt, äh, Theaterarbeit ist Arbeit und da sind natürlich auch viele wieder ausgestiegen. Das ist auch legitim natürlich. Aber wie gesagt, äh, mein, mein Traum ist ja eigentlich schon bei diesem Venus der Gosse, Das werde ich jetzt wohl nur allein schreiben müssen. Aber ich werde eines der nächsten Stücke werde ich so erarbeiten, dass das alle gemeinsam mhm. schreiben. Dass ich das gar nicht alleine. Also, die sollen selber ihre Dialoge und so weiter also da, da schreiben. In Berlin ist es, glaube ich, so, dass du ähm, kurz vor Beginn der Vorstellung auch quasi als äh, Hartz-IV-Empfängerin mit Ausweis noch reinkommst, weil es dann quasi nichts kostet? Ja, das gibt es ja bei uns auch. In, also in Stuttgart gibt es ja auch diese, äh, da gibt es quasi, es gibt einen gewissen Fundus, aus dem äh, das bestritten wird, dass sozial benachteiligte mhm. Menschen, also da muss man dann eben, ich weiß nicht, Hartz IV irgendwie ja. äh, nachweisen. Oder so, aber dann kann man jetzt weiß ich nicht, sogar kosten oder ganz kostengünstig auf jeden Fall für einen Euro oder so ins Theater gehen. Da machen also viele Theater mit. Und Stuttgart und Esslingen haben ja eine große Theaterlandschaft ja. und, und haben sehr, sehr viele, sehr tolle Theater, wie ich finde. Und äh, da ist es gar nicht so leicht, im Übrigen auch so eine auch ein kleines Theater voll zu kriegen, weil es einfach es gibt unglaublich viel Konkurrenz, was natürlich auch das Geschäft belebt, was gut ist. Ja. Meiner Meinung nach der Warner Bolzhauser aus Esslingen macht ja auch schon seit vielen Jahren. Von dem habe ich eigentlich die Idee gehabt. Der hat mhm. sogar mal auf dem Neckar, auf dem Floß, weil wir vorhin vom Floß geredet haben, hat er ein Theaterstück gemacht mit Obdachlosen, also mhm. mit sozial benachteiligten Menschen. Auf dem Floß wurde das gespielt am Neckar. Das fand ich fantastisch. Der, der das ist auch ein toller Mensch, der Warner ja. Bolzhauser abgesehen davon. Aber das, da hatte ich so ein bisschen die Idee und da hatte ich dann auch wieder so ein bisschen Lust verspürt, mhm. weil ich muss, sagen, bei den Stuttgarter Nachrichten war es ja so, der mein, mein damaliger Ressortleiter war der Harms, der leider schon verstorben ist und der hat sich ja blöderweise geschasst bei den Stuttgarter Nachrichten, weil äh, als foto ressortleiter das ist natürlich was und der hat, ähm, der hat ja auch super Kulturkontakte und der hat auch Theaterstücke geschrieben gerne und äh, sehr zu meinem Verdruss, weil ich durfte damals dann kaum Theaterstücke besprechen, weil das hatte immer, das war sein Ressort. <laughs> äh, ich musste dann immer bildende Kunst, weil ich halt auch Kunstgeschichte studiert habe. Aber äh, ich habe beides sehr gern, also bildende Kunst und, und, und Theater. Aber wie gesagt, er hat das immer gemacht, aber er machte dann einen so einen Riesenfehler. Er hat damals einen damaligen Intendanten vom Staatstheater gesagt, äh, er hatte ihm, ihm jetzt schon so und so viele Manuskripte von ihm gegeben und wenn er mal ein inszenieren würde, könnte er sich vorstellen, dass er im Föhlturmäßig etwas breiter bedenkt. Und ich meine, das war natürlich ein absoluter, da habe ich, auch, das hat er nachher auch sofort natürlich selber gemerkt. Ja. Ich habe gesagt, Mensch, äh, Klaus, wie kannst du so blöd sein eigentlich? Ja. Weil das ist doch klar, meine, wir waren sowieso die roten Socken und durften ja dann, äh, waren in den Augen der Verleger nicht so die, also die, die man eh gerne los gehabt hätte. Und äh, dann war es halt, das war natürlich sein Abschluss. Und äh, der hat dann beim schrötzmeier im Theaterhaus, das war damals noch in Stuttgart-Wangen, mhm. <laughs> da hat er dann angefangen. Weil er hatte halt wahnsinnig tolle Kulturkontakte und so. Mhm. Und hat da auch, glaube ich, tolle Arbeit geleistet. Und das war in diesem Millenniumsjahr, da hat er sich völlig übernommen. Da hat er für die FAZ noch so eine Beilage geschrieben. Und, äh, und dann hat er so ein, dieses 48 Stunden Radio gemacht, wo da, das gab es in Stuttgart immer, wo die also 48 Stunden am Stück immer verschiedene Gäste hatten. Einer, einer davon war ich dann mit einem Obdachlosen von Dort war, äh, so vor zwei Stunden. Äh, und äh, tolle Geschichte, aber da hat er sich zu viel zugemutet. Und die hatten dann im Theaterhaus, aber damals wurde ja groß gefeiert, Silvester, ein Millennium ins Millenniumjahr. Und äh, wie gesagt, er hat dann da natürlich an so einer Beilage für die FAZ gearbeitet, hat er allein geschrieben. Und äh, dann haben die so eine After-Silvester-Party gemacht im Theaterhaus. Und da muss er dann irgendwie auf der Tanzfläche umgefallen sein. Wussten sie nicht, was los ist. Haben wir auch einen kleinen Notarzt geholt. Da wohnte Gott sei Dank einer gegenüber, der war fünf Minuten später da. Der konnte nur noch einen Tod feststellen. Mhm. Er hatte dann halt irgendwie einen Schlaganfall. Ein fragte, was mhm. weiß ich, was man da kriegt. Wahrscheinlich hat er natürlich auch einen, er hat sehr gerne Whisky getrunken oder wahrscheinlich auch ein zu viel gehabt und so. Ne? Ist ja klar, wenn das so alles abfällt, dann ja. und du rockst dann auf der Tanzfläche rum und, und trinkst dann vielleicht auch ein bisschen zu viel oder so, das war dann hat zu, zu, zu seinem Tod geführt. Leider äh, muss ich auch schon ein, ein großartiger Kulturmensch damals gestorben. Und es war ganz witzig. Ich hatte nämlich dann kurz drauf. Also das war so Anfang Januar halt irgendwann. Und da hatten wir ausgemacht, er hatte damals auch so ein kleines Redaktionsbüro in der Stuttgarter Altstadt und wollte mich da unbedingt mit drin haben, dass er und ich und seine Frau mhm. das sozusagen machen. halt. Der hatte Aufträge ohne Ende. Wie gesagt, er hatte da gute Connections in der Kulturszene. Und da hatten wir ausgemacht, ja, wenn jetzt das alles vorbei ist und so, dann treffen wir uns in diesem Büro da bei ihm und so. Und ich fahre da hin, wirklich an dem Tag. Das weiß ich noch mit der Straßenbahn. Ich fahre sehr gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da brauche ich keine Parkplätze, dich nicht um Parkplätze zu kümmern, ich fahr da Richtung, Richtung Innenstadt. Und äh, in der Straßenbahn lässt natürlich wie, klar, ich meine, als ehemaliger Mitarbeiter bei der Stuttgarter Nachrichten liest man natürlich in die Stuttgarter Nachrichten und lässt hinter die Todesanzeige mhm. An dem Tag, wo ich einen Termin mit ihm ausgemacht gemacht ja. hatte, da dachte ich, das gibt es nicht. Ja, so die Sachen, ne. Aber wie gesagt, äh, der hat mich halt so, das hat mir irgendwie, ich habe halt gemerkt, das war für ihn so ein gewisser Ausgleich, einfach auch solche Theaterstücke zu schreiben. Und bei war sah ich dann halt einen Anlass, weil du kannst jetzt, wie gesagt, den Menschen die Rollen auf den Leib schreiben und ich meine, für die Leute ist es natürlich auch toll. Das ist natürlich A, eine tolle Öffentlichkeitsarbeit, dort ja. war, aber B, natürlich auch für die Leute selber. Also die, die keiner mehr ernst genommen hat und die praktisch, wie gesagt, verwahrlost an der Ecke, wo man Borge drum gemacht hat, die stehen jetzt im Mittelpunkt des Geschehens auf einer Bühne und die Menschen lauschen gespannt, was der da von sich gibt mhm. und so. Die sind eigentlich furchtbar aufgeregt am Anfang immer und so, aber eine gewisse Nervosität ist auch gut, glaube ich, für ein Schauspiel. Und, 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 und erhalten dann Beifall. Da wachsen die Leute unglaublich. Die, die, die kriegen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Mhm. Das wird sowas von gestärkt. Und deshalb ist das einfach alles, was, das, was solche Dinge, was zur Gesundung der Menschen beiführt, ist gut. Ja. Und deshalb muss man es machen, meiner Meinung nach. Schönes Schlusswort. Am 14. März kann man Die Linke wählen. Wir nehmen auch nichts von anderen. Außer vielleicht Vernunft, gute Ratschläge genau. und äh, tolle Anregungen in Gesprächen. Wir sind auf YouTube, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken, ihr könnt es teilen und liken, tolle Kommentare schreiben und vielleicht, wenn ich in den Landtag komme, kriege ich ja ab und zu mal eine Zeile oder auch mehrere für eine Kolumne. Hä? Ja klar, natürlich. Also und kann ich nur bestätigen, also auch ich bin, äh, ich mache da keinen Hehl draus, ich bin natürlich neutral, ich bin völlig parteiunabhängig, aber ich meine, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass man die Linken wählen sollte. Nicht für sich, nur für andere. Für andere. Ja. Und Selbstkurs. dann auch wieder für uns. Genau. Also. Ja, ich glaube, wenn wir in die Kamera gucken, dann äh, sieht man uns beide und wir können. Okay. ja auch mal winken zum Abschied. Da winken, wir. Oh, ja, winken wir. zum Abschied sozusagen. Und dann qualme ich noch einmal. Ja, ja, mach das. Du kannst dich noch an die politischen Diskussionen erinnern, wo man plötzlich niemand mehr sah, so nach geraumer Zeit, ja, weil es ja. nur noch nebelig ja, ja. war, jetzt. Achso das habe ich. Ich würde ja eine anbieten, ich habe noch keine. Nee, nee. Weißt du, ich hatte ja bei meinem Herkommerriesen Problem. Weil ich hatte, mir wurde von der Frau Zwaschka gesagt, äh, diese, wie heißt